Ihr findet euch in völliger Finsternis wieder, desorientiert, beißender Rauch in den Augen, in den Lungen. Ich bin nicht desorientiert. Jedes Geräusch hallt in verschiedenste Richtungen. Die Katakomben sind unübersichtlich. Wie kommt ihr hier wieder raus? Svato? Gennaro! Bist du da? Weiß nicht, wo ich... Seh nix! Aber ich höre dich. Ich auch nicht. Und das gefällt mir nicht. Ich mag's nicht so doll, wenn es so doll dunkel ist. Einer von euch Feuerzeug bei? Wer hat das Mädchen? Welches? Hat jemand das Mädchen? Lilia? Herr Svato Pluck? Ich kann sie nicht sehen. Lilia, beweg dich am besten. Ich kann sie hören. Au! Ja, beweg dich am besten. Hier ist deine Wand. Ja, das bleibt da an der Wand. Wir... Ich glaube, es geht hier lang. Folgt meiner Stimme. Wieso? Warum geht's da lang? Wo ist hier? Folgt meiner Stimme, weil ich mir den Weg so gut gemerkt habe. Was sagt er? Ich habe das Gefühl, der Nebel wird dichter. Was sagt sie? Das ist Rauch. Svato, das ist Rauch vom Feuer. Deswegen ist Feuerzeug dabei. Ich hab noch Streichhölzer. Mach eins an, dann finden wir dich. Ich mach ein Streichholz an. Ja. Ein einzelnes Licht erleuchtet die Finsternis für einige Augenblicke gleißend hell, als das Phosphor des Streichholzes sich entzündet. So plötzlich, wie das Licht kommt, blendet es die Hälfte von euch ein wenig. Dann normalisiert sich die Flamme flackernd. Ihr könnt eure ungefähre Umgebung ausmachen. Ihr wisst jetzt, wo Happel ist. Und ihr könnt euch sammeln. Happel! Happel! Aber sammelt euch! Lilia, ab zu Happel! Bei dem kleinen Licht! Ja, auf Lilia zu Happel! Rappelt sich auf, guckt sich kurz um, hebt dann ihr Gewehr auf und kommt dann das Gewehr mit einer Hand neben sich halten, Bajonett voran, direkt auf euch zugelaufen. Ah! Als das Streichholz ausgeht, Happel die Hand schüttelt, sich auf den Finger pustet. Lilia, pass mit dem Bajonett auf! Oh Gott! Was hat er gesagt? Fragt sie auf Tschechisch. Ich habe nur meinen Namen gehört. Er hat gesagt, du sollst mit dem Bajonett aufpassen. Oh, ja. Ich kann es nicht abnehmen. Es ist festgerostet. Ich bin nicht so stark. Vielleicht... Ich halte es jetzt nach oben. Sag ihr, sie soll es auf den Boden halten. Ja, ihr hört hölzerne Schlaggeräusche aus Lilias Richtung, wie sie mit dem Gewehrkolben auf dem Boden tastend scheinbar sich zu euch vorbewegt. Happel, mach das nächste an. Ja, wollte ich dann machen. Und dann Breuer gegen den Oberschenkel schlägt. Ja. Schon wieder? Ich hab das nächste Entschuldigung. Streichholz. Okay. Ein weiteres Streichholz leuchtet auf. Thorsten? Ja. Ich pack's sie am Arm. Ja. Du greifst sie am Arm. Sie wechselt das Gewehr auf die andere Seite, schultert es nach hinten und zieht die Schlaufe ganz doll fest, damit es eng am Körper bleibt. Und dann klammert sie sich mit dem anderen Arm an deinen Oberarm. Gennaro, möchtest du... Erstmal in die Richtung von Happel. Probieren, das stehst du Tschechisch, fragt sie auf Tschechisch. Ja, das wird gut. Nein, was soll ich mit dem Bajonett? Und das Mädchen kann das Bajonett behalten, aber sie soll das Bajonett nach unten auf den Boden. Sonst verliert irgendjemand hier sein Augenlicht und dann ist Zappenduster für immer. Gorlami, sie ist jetzt geschultert. Das ist ja noch viel schlimmer! Wieso? Willst du von oben auf sie hinabfallen? Nein, aber sie ist kleiner als wir alle und wenn sie es schultert, ist das Bajonett auf Kopfhöhe. Es wird wieder dunkel. Lilia fragt etwas auf Russisch, was ihr nicht versteht. Wir müssen das irgendwie geordneter machen. Das einzige Wort, was ihr versteht, ist Schwester Sophia. Wo ist Streichholz? Ja. Wo ist Schwester Sophia? Wer trägt Sophia? Schwester Sophia! Wer hatte sie gefangen? Sophia! Svato Pluck hatte sie gefangen. Ich hatte sie gefangen. Ich hab sie. Ich halte sie. Schwester Sophia ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Ihre Augen sind weiß in die Höhlen verdreht und sie zittert am ganzen Körper wie Schwester Essen Sophia auch. Ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Ihre Höhlen sind in ihre Augenhöhlen verdreht. Ihre Augenweide sind in ihre Augenhöhlen verdreht. Sie sind auch ganz weiß. Freunde, man sieht nur das Weiße in ihren Augen. Ist gut. Svato, man sieht überhaupt, man merkt, dass du kein Arzt bist. Jetzt sammelt euch endlich mal bei Happel. Sind wir gesammelt? Wir sammeln uns. Sag ja. Okay. Du seist wie der Blinde in der Dunkelheit. Was? Sie redet. Was sagt sie? Sie sagte... Geht es hier gut? Ist sie wach? Sie sieht nicht gut aus. Sie spricht von Blinden in der Dunkelheit. Ist sie wach? Wir sind die Blinden in der Dunkelheit. Sie wirkt, als was? Sie noch fantasiert. Ist keiner blind, noch hat niemand sein Augenlicht verloren. Trotzdem Bajonett. Ich glaube, sie fantasiert etwas. Sophia! Wir müssen hier raus. Ich weiß nicht, was hier in der Luft ist, aber ich will es nicht weiter einatmen. Happel, du hast die Hälfte der Streichhölzer verbraucht. Was? Ihr solltet euch langsam in Bewegung setzen. Okay. Wohin? Wenn ihr hier rauskommen wollt, ich weiß, euch die Dunkelheit verschließt. Ich weiß, wo es lang geht.
Wir folgen jetzt aller Happe. Sage ich. Ja, ich höre, dass du das sagst. Okay, ich möchte auch das bestätigt haben. Kann jemand das Mädchen fragen, ob es weiß, wo es lang geht? Das ist eine zuversichtliche Äußerung. Aber sobald es erst einmal dunkel wird, ist das mit der Orientierung so eine Sache. Kann bitte jemand das Mädchen fragen, ob sie uns hier rausführen kann? Ich spreche auf Tschechisch mit ihr. Ja. Kennst du den Weg nach draußen? Ja, aber wir könnten mehr Licht gebrauchen. Magst du, geh mal zum Happel, vielleicht schaffst du es. Das ist der Gang dort, der führt zurück zu einem der Haupttunnel. Geh bitte zum Happel, nimm ihn an die Hand und dann geht ihr zusammen voraus, wir kommen hinterher. Ja, gut, aber er versteht mich doch nicht. Das ist kein Problem. Ich mache mir Sorgen um Schwester Sophia. Ich mir auch. Ich glaube, sie ist nicht ganz bei Sinnen. Die müssen wir unbedingt hier rausschaffen. Ich habe einen Esel schon durch Minenfeld getragen. Ich krieg Schwester Sophia. Ja, Svato und ich kriegen Schwester Sophia hier schon geschultert. Ja. Wir schultern sie zusammen, ja. Ihr habt sie zu beiden Seiten unter. Ja. Und tatsächlich, sie stammelt immer wieder irgendwelches unverständliches Zeug. Nur gelegentlich. Ja, vergib mir. Kommt etwas Verständliches raus? Kann ich aus der Scheide meines Schwertes und der Bettrolle von Svato eine Fackel bauen? Ja. Darf ich deine Bettrolle haben? Ich stecke ein paar Hartkekse rein. Ich bin zwar gerade erst dazu gekommen, aber ne. So, ich schlafe lieber mit Otto in einem Bett. Stecke ein paar Hartkekse rein. Hat jemand Hartkekse? Ich habe keine Hartkekse. Otto sieht das. Ich habe auch keine. Aber ich habe zum Glück ja Streichhölzer. Okay. Also, pass auf. Du benutzt einfach die Bettrolle. Ja. In dem Fall opferst du sie an sich, also du verbrauchst die. Ja. Die Bettrolle hat, was hatten die für einen Bonus? Die hat einen Opferwert, meinst du? Oder? Was, links oben, rechts oben, beides. Also links oben ist plus 2 und Opferwert ist plus 6. Ja. Ja, also in dem Fall ist das dann der Opferwert als Bonus. Du kriegst einen plus 6 auf eine Herausforderung. Außerdem kannst du die Streichhölzer verbrauchen. Ja. Dann bekommst du nämlich erstmal den Bonus der Streichhölzer drauf und kannst sie dann noch opfern. Plus 2 ist der Bonus und plus 4 ist der Opferwert. Genau. Also 12 insgesamt. Also, also erstmal jetzt 8 und am Ende nochmal 4 drauf. Okay. Du musst nämlich eine Herausforderung ablegen. Ja. Ich helfe dir dabei übrigens. Ja. Wenn du irgendwas festzonen willst mit Schnur oder so, ich sorge dafür, dass das fest ist. Dort durch den Rauch. Ja. Und das schlechte Licht mit einer brennenden Bettrolle als improvisierte Fackel, die fürchterlich stinkt und qualmt, sicher herauszufinden. Ich nehme meinen Schal und wickle ihn mir ums Gesicht. Das klingt nach einer guten Idee. Es reicht mir langsam mit dem Gestank. Okay. Das ist kaum zu schaffen. Okay. Schwierigkeit ist 30. Gorlami als langjähriger Raucher und Freund von Svato hat weder Probleme mit dem Geruch noch mit dem Rauch. Bau deinen Pool. Er genießt es. Das nicht. Gut, das heißt Wahrnehmung. Ja. Und Wahrnehmung passt. 7 ist ja nicht nur das, was du siehst, sondern auch die Erinnerung, was du gesehen hast. Ja. Und Orientierung. Ja. 4. Du hast noch 3 Vorteile. Durch meine Fähigkeit einer für alle. Ich helfe dir beim Bau der Fackel und versuche mich irgendwie daran zu erinnern und dir nicht dumm reinzureden. Okay. Hashtag ich helfe dir. 3 Vorteile würden in dem Sinne 6 Punkte nochmal on top. 6 Punkte on top. Ja? Ja. Das heißt, ich habe 8 plus 6 sind 14 plus 11 sind schon 25. Ich schultere Sophia so lange alleine. Ich nehme alle Würfel. Das heißt, ich kaufe 4. Das heißt, ich habe 5 plus Fähigkeit. 5 W. Ja. Nice. Nee, was? Doch. Ja. Ist das korrekt? Stimmt. 5 Würfel. Das ist Premiere, oder? Nee, wir hatten das schon mal. Beim Hoppel. Lol, Alter. Und ihr kennt mich, ich muss hier einzeln würfeln. Ja. Dieses Zusammenwürfeln finde ich auch barbarisch, wenn ich ehrlich bin. Yes! Das ist der erste Bild. Hoppel. 6. Das sehe ich, Digga, da bin ich voll bei dir. Noch 6. Entschuldigung, dass ich dich gediggert habe. Noch eine 9. Starker Wurf. Alter. Digga. Und deine eine 3? Wollen wir nochmal? Hör auf, die Statistik zu betrügen. Die 5? Ja, ist okay. Ist aber das, jetzt. Das ist ein starker Wurf. Komm. 10, 20, 32, 37. Ah, das ist ein richtig starker Wurf. Das reicht. Plus 4. Sind 41. Ja, aber der Opferwert gilt doppelt wegen dem Blitz. Ja, dann wären es 8. Okay. Du bist 10 Punkte über der Schwierigkeit. Damit ist das Ergebnis deiner Herausforderung ein eindeutiges Ja und. Du hast die Fackel revolutioniert. Und sie läuft elektrisch. Keiner weiß wieso. Seit diesem Tag an baute man Fackeln nur noch mit Bettrollen. Die Fackel zieht einen Schwarm Glühwürmchen an. Die Fackel scheint Baumwolle ab. Also du hast das Feuerzeug neu erfunden, wie der Ötzi. Wie die ewige Glühbirne.
Ja, also du schaffst es nicht nur, alle sicher herauszuführen, sondern du schaffst es auch noch ziemlich zügig und ohne dich ein einziges Mal zu verlaufen. Nice. Happel, ich muss sagen, als Meldeläufer, ohne dass ich Meldeläufer bin, aber werde ich Meldeläufer oder Meldeläufer-Vorgesetzter, ich werde wahnsinnig stolz auf dich. Ja, warum ist die Medaille nicht dran heute? Du hast sie das letzte Mal so schön festgemacht, fand ich. Oh Mann. Trägst die Medaille mit Stolz? Ja, ich trage sie auch mit Stolz. Ich helf dir. Das Brandopfer und da ist Fett auf dem Altar. Was? Sophia redet. Was? Freunde, sie sagt irgendwas mit fetten Müttern. Irgendwas mit Fetten auf dem Altar. Hat er einen Flachmann? Sollten wir was geben, damit sie wach wird. Bei meinem Großvater hat das immer funktioniert. Flachmann? Ja, warte mal, lass mich kurz in meinen Mantel schauen. Wie eine Schlange, oh Gott. Was geschieht mit mir? Das frage ich mich auch gerade. Ihr seid zurück in dem Treppenschacht, dem ehemaligen, wo die Treppe eingestürzt ist, wo nur die Seile und Flaschenzüge nach oben führen. Sophia ist in keiner Verfassung zu klettern. Die Luft hier unten ist ziemlich mies. Auch hier nebelt und raucht es immer noch aus dem Tunnel hinter euch. Oben hört ihr Schritte. Golami, ich kletter hoch, wirf sie dann nach oben. Das sind fünf Stockwerke. Tut mir wahnsinnig leid, dich enttäuschen zu müssen, Happel, aber das wird nichts werden. Wir nehmen den Seilzug. Hat jemand von euch ein Seil? Da hängt ein Seilzug. Das ist praktisch. Die Russen haben das hier gelassen. Mit einer Laterne in der Hand taucht Wettermeier oben an der Kante auf und schaut runter. Grüß Gott. Was ist denn los? Das Licht ich hab euch weg. Überall gesucht und jetzt finde ich euch in einem Loch. Swarto, da ist warum seid Meier. Ihr denn da drunter? Was für ein Mann. Jetzt bin ich in seinem Loch. Wir könnten ein Flugzeug hier unten gebrauchen, aber wir müssen versuchen, Schwester Sophia aufzubekommen. Die ist in Ohnmacht gefallen. Herr Wettermeier. Ach du meine Güte. Die sieht ja nicht gut aus. Was ist denn mit ihr? Sie ist einfach umgekippt und redet jetzt irgendwas von fetten Müttern. Wir machen sie am Seilzug fest. Ihr müsst sie hochziehen. Das muss Gas sein. Wartet. Er macht ein Seil los und lässt euch ein Seil runter mit so einem Flaschenzug dran. Ah, sehr gut. Einen der Flaschenzüge, mit denen die Russen den Sarkophag von Sigurd hinaufgezerrt und geraubt haben. Sehr gut. Das würde ich Gennaro überlassen, das fest zu knoten. Der kennt sich mit Knoten aus. Das klingt jetzt suspekt. Wieso? Wer Rouladen bindet, kann auch Schwester Sophia an den Flaschenzug binden. Der kommt aus Tirol, der ist wahrscheinlich auf einem Berg aufgewachsen. Du, das ist gar nicht mal das, aber um einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, dass Schwester Sophia sich nicht irgendwie nur an einem Knöchel aufgeknüpft wird oder hochgeträgt wird, wickle ich sie in das lange Seil auch ähnlich einem Rouladen, einem Braten ein. Ja, sehr gut. Also, so. Das ist die sogenannte Schnürstinkentechnik. Er hatte ja viel von dieser japanischen Schnürkunst auch. Das habe ich im Ausland gelernt. Hey, Happel, wir klettern vor und helfen ziehen. Ja. Lilia klettert bereits eine der Strickleitern hinauf. Können wir uns darauf einigen, dass wir später nicht erzählen, dass wir eine Bondage-Nonne den Schacht hochgezogen haben? Okay, danke. Gut. Ich sehe Fanart-Potenzial. Ich nicht. Lilia klettert bereits die Strickleiter hoch und ruft dann auf Tschechisch zu Svartoplug runter. Wenn ihr sie oben habt, dann bringt sie zum großen Gebäude, in den Weinkeller. Da ist unser Lazarett, da sind die Verwundeten und Kranken. Und ich glaube, wir haben da auch sowas wie einen Arzt. Aber ich muss erst fragen. Ich rufe zurück. Ihr habt einen Weinkeller? Ja. Okay. Können wir uns irgendwann noch... Das Kind ist weg? Ja. Okay, können wir uns bitte irgendwann noch darüber unterhalten, was da drin passiert ist? Ja, können wir. Aber was war das mit dem Feuer? Gorlami, wir sind immer noch drin. Bis wir da oben sind, sind wir drin. Wir sind nicht mehr drin, wir sind draußen, wir sind aber noch unten. Ja, ich... Was zieht denn hier eigentlich so für ein Gestank auf? Das hat mir Happel erklärt. Man muss immer genau wissen, wo man ist. Ich klettere jetzt hoch und zieh die Nonne hoch. Nicht wir! Die Stimme! Also, ich notiere. Fette auf dem Altar, eine Schlange und Stimmen. Das klingt reichlich biblisch. Ich kletter hoch. Ich bin schon oben. Also... Ihr macht euch einen Aufstieg. Ihr klettert nacheinander hoch. Ihr helft dabei, Schwester Sophia zu stabilisieren. Ihr zieht sie hoch. Jemand schiebt, jemand anderes hält das Seil. Und schließlich seid ihr alle oben. Lilia kommt gerade wieder zurückgelaufen. Und meldet Svartopluk. Also, wir haben sowas wie einen Arzt. Und der ist jetzt auch da. Und der sagt, ihr sollt sofort kommen. Wir versuchen gerade, Licht zu machen. Irgendwas ist passiert. Ich habe es selbst noch nicht ganz verstanden. Und Svetlana ist unheimlich wütend. Ah, also ärgert sie besser nicht. Man sollte ihr da nicht über den Weg laufen. Wo war der Weinkeller noch? Was? Wo war der Weinkeller noch? Unter dem großen Schlossgebäude. Das große Schlossgebäude. Wir kommen von hinten neben dem Portal rein. Da ist der Zugang für das Personal und die Lieferanten. Alles klar. Ich fasse nochmal Schwester Sophia, schulter sie und
Ja. Würde mich, ich weiß nicht, ob ihr mich begleitet, direkt auf den Weg machen. Ja, zu dem großen Gebäude gehen. Wir bringen sie jetzt zu dem sowas wie einen Arzt. Ja. Ich klopfe auf dem Weg noch einmal auf seine Dragonerrüstung. Ist kein Holz, aber funktioniert auch. Meine Rüstung ist top. Lass meine Rüstung in Ruhe. Ja, mit Schwester Sophia und der Rüstung, die du aus der historischen Sammlung gemopst hast. Mein Harnisch. Geht ihr zum Hauptgebäude, ihr geht raus ans Tageslicht, frische Luft. Das bereits lässt euch aufatmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Einige der Frauen auf dem Hof gucken euch irritiert an, denn ihr seid verrußt, verstaubt, verdreckt, habt Spinnenweben teilweise in den Haaren. Buongiorno. Und ja, dann ihr überquert den Hof, ihr geht runter in den Weinkeller, wo Lilia bereits mit einer Lampe wartet und euch dann mit so einem Kerzenhalter den Weg weist. Das Weinkellergewölbe ist weitläufig und deprimierend für Weinfreunde, denn... Wie deprimierend? Naja, hier ist kein Wein mehr. Schade. Sehr deprimierend. Sehr deprimierend offensichtlich. Die meisten der Wein- ich habe schon in Gloria versucht, Wein zu klauen. Die meisten der großen Weinfässer sind wahrscheinlich vor ein oder zwei Generationen ungenutzt durchgerottet. Und der Rest wird wohl nicht benutzt, um Wein zu lagern. Ah. Also es riecht auch nicht mehr so typisch nach Weinkeller. Sondern? Wasser. Sad. Was Wein war, wird Essig sein. dort stehen zahlreiche Betten und provisorische Lager. Die Decke ist abgestützt mit schweren Balken, also Querbalken und Stützbalken. Auch wenn sie nicht aussieht, als wenn sie einsturzgefährdet ist. Und besonders die Türbögen sind nochmal verstärkt. Sehr merkwürdig. Insgesamt seht ihr dort ein gutes Dutzend Leute. Alte, Kranke und Verletzte. Und völlig unvermittelt ein Mann in einer österreichischen Militäruniform mit langem Mantel und Rotkreuzbinde am Arm, mit einem roten Kreuz oben um die Mütze, für den wir, glaube ich, sogar einen Einblender haben. Oh, ich glaube doch. Was? Dann können wir euch den nämlich direkt mal zeigen. Karl-Heinz Sauer. So. Ach, den kenne ich doch. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. So, das ist auch eins der Community-Gesichter, genau. Ja, putzt sich nämlich gerade mit einem Lappen die Hände ab, kommt dort aus der Dunkelheit auf euch zu, denn es ist fast völlig duster in diesem Keller. Nur hier und da leuchten ein paar Kerzen, eine einzelne Öllampe. Ihr könnt hinten einmal Svetlana kreuzen sehen, die irgendwas auf Russisch flucht und im Gehen versucht, eine Öllampe anzuzünden und wieder in einem Raum verschwindet. Hey, Gennaro, Svetlana wirkt nicht gerade zufrieden. Das stimmt. Aber meinst du, sie hat den Haar nicht gesehen? Grüezi! Das glaube ich nicht, es ist sehr dunkel. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Nonne wieder steht. Hast du gesehen, wie viel Wasser in den Weinfässern ist? Wir brauchen ihren Jesus. Gut. Hey, so, Kamerad. So funktioniert das doch. So Hallo, das. Grüß Gott, Karl-Heinz Sauer. Ja. Reicht dir die Hand, schüttelt dir die Hand. Breuer, Otto Breuer. Ah! Das ist Svatoplux, Meschka. Können wir bitte die Vorstellungsrunde lassen? Ja. Könntest du dich bitte um unsere Nonne kümmern? Ja, schafft sie mal darüber. Legt sie erst mal hin. Was ist denn mit ihr? Das legen sie ab. Auch gern. Ich entwirre sie. Willst du meine professionelle Meinung haben? Das hat bis jetzt keiner getan. Es hat gebrannt und sie ist umgekippt. Okay. Na gut, vielleicht Rauchvergiftung. Ich schau drauf. Tut mir leid, dass ich mich gestern Abend nicht vorgestellt habe, aber die Frauen haben mich eingesperrt. Vielleicht ist das für die Diagnose wichtig, Karl-Heinz? War das? Ja, Karl-Heinz. Herr Sauer. Das ist ein Name. Vielleicht ist das für die Diagnose wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei Geistlichen so ist, aber Ihr Buch hat gebrannt. Was? Ihr Buch hat gebrannt. Ihr Buch? Die Holzplatte. Das Ding. Diese komische Holztafel. Ja, also. Etwas hat gebrannt. Ja, und dann ging alles. Hat die Bibel nicht auch gebrannt? Alles ging irgendwie. Sie hat auch ein bisschen gestammelt und vielleicht Halluzinationen gehabt. Also, sie hat irgendwas von Fetten auf dem Altar gesagt. Okay, und Schlamm. Also hört mal, Leute, ich bin Sanitätshelfer, ja? Wir glauben, es ging um Sex. Was? Wir sind uns nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass es um Was? Sex ging. Was? Jemand eingefettete Schlangen auf dem jemand Altar? Jemand ist Schlange und also hört mir mal alle eben zu. Seid ihr noch alle bei Sinnen? Was redet der Mann denn Nein, da? Nein, kümmert dich darum, dass unsere Nonne wieder steht. Wir haben alle ein bisschen inhaliert. Gut. Ja, legt sie da ab. Mach dir keinen Kopf. Warum ist hier überall das Licht aus? Die sind alle Das ist gerade ausgegangen. Der Generator ist ausgefallen. Na, Fräulein Svetlana läuft herum und versucht, Licht zu machen. Irgendwas stimmt nicht mit dem Strom. Unser heiliger und herrlicher Tempel. Unser heiliger und herrlicher Tempel. Sie brabbelt Zeug. Können Sie mich hören? Nein? Hallo?
Ach du liebe Güte. Ja, er packt seine Tasche aus. Svato, wollen wir auf die Mauern schauen? Nicht, dass irgendjemand sich dem Schloss nähert. Kühltemperatur. Sie haben doch Wachen aufgestellt. Das ist gut, dann brauchen wir nicht auf die Mauern schauen. Die sehe ich nicht, ist dunkel. Und 7 Feuer brannten an 7 Schluchten. Oha, jetzt habe ich irgendwas mit Schlucht gehört. Jetzt bin ich nervös. Die das, Schlucht brennt. Das klingt auf jeden Fall biblisch. Ach, seid ihr sicher, dass sie keinen Schlag auf den Kopf bekommen hat? Ich hatte schon mal jemanden, der hatte eine Gehirnerschütterung, der hat so gesprochen. Warte, ich muss ganz kurz... Ja, Svato. Der Otto hätte gerne meinen Flachmann. Habe ich einen Flachmann? Garantiert. Oder? Du bist ein Ganove. Möchtest du? Ich hab noch etwas weißen Pfeffer. Können wir den nicht ins Auge reiben oder unter die Nase halten oder irgendwas, damit sie wieder wach wird? Ich weiß, früher bei Hexen hat man es gemacht, damit die nicht ohnmächtig werden, während sie gefoltert werden. Ja, aber sie ist ja nun eindeutig keine Hexe. Hat man ihnen brennende Taschentücher zwischen die Zehen gesteckt? Was? Soll ich mich jetzt um sie kümmern oder wollt ihr die Frau foltern? Ich will, dass sie aufwacht. Das ist nicht immer das Beste für einen Patienten. Aber ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ich auch. Gut. Okay, dann zauber ich mir gerne mal einen Flachmann aus der Tasche. Das kriegst du, glaube ich, einfach drin. Wenn ich keinen hab, Naja, du hast keinen, sollte ich, du kannst einen haben. Ja, dann würde ich mir einen machen, tatsächlich. Ja. Und nutze dazu meine Fähigkeit Taschenzauber. Stell jetzt keine Fragen, oder? Nee, warte, was hat das schon auch verwehrt, so ein Flachmann? Das ist normal. Plus 4, gut, dann Moment, ich hab da was. Kostet mich eine Ausdauer als Aktivierung. Ja. Und ich suche in meiner Tasche und stelle fest, oh doch, ich habe einen Flachmann. Ach, da, so. Oh, du wolltest mal Flachmann. Ja. Das ist die richtige Kunst. Größe für einen Otto Breuer. Ja, ich ziehe einen Flachmann. Ja, Flachmann. Das ist nur ein Flachmann, ne? Ja. Prost. Habt ihr eine Flachmann-Karte? Noch nicht. Noch nicht. Das kommt vielleicht. Okay, sehr gut. Der einzige Alkohol, den wir im Spiel haben, ist eine Flasche Champagner. Dann packe ich das so lange zu meinen Karten. Und verdeckt, er verdeckt Otto Breuer. Natürlich, das Schwein. Er war nie mehr gesehen. So, ich packe das mal hier unten. Ja. Der Sanitätshelfer Sauer kümmert sich um Schwester Sophia, prüft Pupillenreaktionen, Temperatur, Puls. Schwester Sophia bleibt weggetreten. Immer mal wieder gibt sie einen merkwürdigen Satz von sich. Vielleicht möchtest du uns zusammenfassen, was Sophia so über die nächsten paar Minuten von sich gibt. Ja? Ja. Go for it. Herr, vergib uns unsere Schuld. 7 Brücken, 7 Sünder. Die Flammen loderten hell auf. Und die Schatten stieben auf und sprachen. Funkenflug. Es war doch nur Funkenflug. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Meine Hand, nicht meine Hand, andere. Hat es mir ein leeres Gefäß gemacht. Mit blitzendes Schwert geschärft. Mich verschlungen wie ein Drache. Es geht definitiv um Sex. Will ich Rache nehmen, ich will meinen Hassern vergelten. Und es ist Rackelhahn. Hat sie Rackelhahn gesagt? Er hat Rackelhahn gesagt und ich habe ein volles Gefäß aus ihr gemacht und kein leeres. Aber der Herr war nicht im Feuer. Ich werde es jetzt mal dem Riechsalz versuchen. Ja. Wenn das nicht wirkt, dann müssen wir vielleicht einfach nur warten. Ah, ihr dürft die Füße anziehen. So. Er holt ein Fläschchen heraus. Dreht es auf. Nimmt besser etwas Abstand, das Zeug riecht grauenvoll. Und alles Fett auf dem Altar. Zieht ein Glasstäbchen heraus. Ja, vergib mir. Hält das Stäbchen Schwester Sophia unter die Nase. Was ist das mit diesem fettigen Altar? So. Also, ihr könnt jetzt kurz Pause machen. Jetzt geht's nämlich erstmal kurz zu Schwester Sophia. Sophia, du siehst einen von Schlegelmeiers Pionieren, umweht von dunklen Wolken, Rauch und Funkenflug. Eben standest du noch in dem dunklen Gewölbe der Gruft von Skransk. Nun bist du woanders. Er hält einen Flammenwerfer in beiden Händen und er trägt eine Gasmaske.
Hinter ihm erkennst du das brennende Wirtshaus von Wojkowitz, lichterloh in Flammen stehend. In der Ferne verschwimmt alles in Rauch und Feuerschein. Der Pionier schaut sich um. Flammen spiegeln sich in den Glasfenstern seiner Gasmaske. Er greift sich in die Haare und zieht sich die Maske nach vorne ab. Verschwitzt, schmutzig und mit traurigem Blick schüttelt er den Kopf. Was ist nur aus uns geworden? Was hat dieser Krieg bloß aus uns gemacht? Das ist nicht, wofür ich mich gemeldet habe. Wie konnte der Kaiser nur so weit kommen lassen? Eine Stimme. Undefinierbar, geschlechtslos, flüstert auf einmal schnurrend. Es dreht sich um und geht in den Tempel. Die Stimme spricht auf Deutsch, auf Ungarisch, Latein, Französisch und allen anderen Sprachen, die du je gehört zu haben glaubst. Der Pionier dreht sich um und schaut zur Kirche von Wojkowitz auf, vor deren Stufen er steht. Ich werde beten gehen, murmelt er und steigt die Stufen empor. Auf der Schwelle stoppt er kurz, als würde ihn ein Unsichtbarer blockieren, ihm den Weg versperren. Er lehnt sich vor, erzwingt einen Schritt voran über die Schwelle, packt mit einer Hand in den Rahmen und drückt sich durch den Türbogen. Drinnen stellt er den schweren Flammenwerfer im Eingangsbereich ab und geht auf das Kreuz und den Altar zu. Kaum hat er sich hingekniet und bekreuzigt, hört er hinter sich den Flammenwerfer rumpeln und zischen. Das Druckventil pfeift und Brennstoff beginnt aus der Düse der Waffe zu tropfen. Eilig springt er auf, rennt zu seiner Waffe. Ein Funke und die Flamme zündet. Feuer schießt, halb Strahl, halb Odem aus dem Rohr, das aufsteigt wie eine tanzende Schlange. Er packt den Schlauch, greift den Stab, er ringt mit dem Werfer wie mit einem Tier. Doch die Flammen schießen hinaus ohne Unterlass, bis der Strom schließlich versiegt und die Waffe leer ist. Alles um ihn herum steht lichterloh in Flammen. Er sieht durch die rückwärtige Tür auf den Friedhof und flieht. Dort fängt ihn ein Kamerad ab. Verdammt, Gustl, bist du denn des Wahnsinns? Du kannst doch nicht die Kirche abbrennen! Der Schlegelmeier, der wird dich dafür hinrichten lassen. Der Pionier mit dem Flammenwerfer droht, weinend zusammenzubrechen. Aber der andere packt ihn und richtet ihn wieder auf. Geh los, füll das Gerät mit frischem Treibstoff und greif dir eine Flasche Schnaps. Ich zünd das Nachbarhaus dort an und sorg allen, dass es Funkenflug gewesen ist. Kein Wort sagst du zu niemand, verstehst? Sonst bist des Todes, Gustl. Die Vision verblasst. Beide Männer werden zu Rauch. Und das Feuer wird Asche. Explosionen donnern und alles wandelt sich. Maschinengewehrfeuer ist zu hören. Der Pionier steht mit seinem Flammenwerfer auf der Straße bei der Mühle, während die Schlacht um Wojkowitz um dich herum tobt. Du selbst fühlst dich körperlos. Auf der Brücke die Esel und Svato und du siehst dich selbst, wie du ihm hilfst, die Tiere zu beruhigen. Der Pionier geht rückwärts die Flamme runter, legt Sperrfeuer gegen die Russen mit dem Flammengerät. Plötzlich zieht es seine Waffe ruckartig wie von Geisterhand nach links. Sein Flammenstrahl schießt direkt auf den Sprengstoff zu, den Gennaro dort platziert hatte. Die Explosion reißt ihn davon und alles zerstiebt in Flammen. Und wie aus tiefem, kaltem Wasser auftauchend, einer endlos entfernten Oberfläche entgegen auftauchend, kommst du zu dir, umringt von Svatopluk, Gennaro, Happel, Wojkowitz, Breuer, Mace, Kranz und einem unbekannten Sanitäter, der das Riechsalz zur Seite nimmt. Ihr Name ist Schwester Sophia, ja? Sophia! Können Sie meine Stimme hören? Sophia ist zurück! Wie viele Finger halte ich hier vor Ihr Gesicht? Vier. Und deinen Daumen, ja? Ja. Sie haben Ihren Humor nicht verloren. Gut, es ist keine Gehirnerschütterung. Okay. Ich habe Sie auch aufgefangen. Ja, das es reicht. Es hat alles gebrannt. Ich hatte kurz zwischendurch Angst, dass das Mädchen Sie mit dem Bajonett lobotomiert hat. Hat sie nicht getroffen. Hast du das gehört? Sophia, ja, wenn Sophia, das Mädchen sowas gut könnte, dann bräuchte man mich hier nicht. Ich bin hier der Einzige mit einer medizinischen Ausbildung. Was ist eigentlich genau passiert? Wo bin ich denn jetzt? Ich denke, ich stelle mich erst mal vor. Mein Name ist Karl-Heinz Sauer. Hallo?
reicht dir die Hand. Kommen Sie. Hallo. Greift deine Hand und hilft dir erstmal, dich aufzusetzen. Schwester Varga, das hier ist der Weinkeller von der Burg. Hier sind die ganzen Kranken, Alten und Verwundeten. Es gibt Wein? Nee, es gibt leider keinen Wein. Nur Wasser. Ist aber ja ein gut Weinkeller wie Wein. Ah, Sophia, geht's definitiv wieder gut. In deinen Händen vielleicht. Vielleicht ja. Sind sie eine Fast. Heilige, dann können sie aus Wasserwächen machen. Ja, ich weiß nicht, ob Heilige das grundsätzlich können. Also, wenn irgendjemand das kann, sagt der Wettermeier, dann ist das unsere Schwester Sophia. Wenn ich eine sehe, die Heiligsprechung verdient hätte. Wir sollten rausgehen an die frische Luft, nicht? Hier ist stickig und dunkel. Ich finde das gar deprimierend. Klingt nach einem Plan, hä? Huh? Ja. Lass uns raus in die Sonne setzen. Ja, ich denke, wir können das riskieren. Mein ich, Sauer. Ich helfe hier auf. Die Kranken und Verwundeten sind nur hier unten, wegen der Angst vor Fliegern. Hm. Frau Svitlana hat Angst, dass die Russen die Burg angreifen könnten. Oder, oder wir. Zu Recht. Hilfst du mir, Hoppelchen? Ja. Sophia, ich habe mal eine Frage. Du bist, ich weiß es nicht, katholisch? Ja. Fettet man bei euch Altare ein? Sorry. Hast du das nicht gehört? Gut, also... Habt ihr das nicht gesehen? Nein. Was? Wir haben nur gehört, was du gestammelt hast. Du hast von einem fetten Altar gesprochen. Lass uns rausgehen und uns draußen hinsetzen. Ja. In der Sonne. Ja, Sonne würde mir gut tun. Ja, ihr helft Schwester Sophia rauszukommen. Ihr geht auf den Hof und ihr setzt euch an einen der Tische dort. Mhm. Das Licht der Sonne wärmt euch, die frische Luft erquickt euch. Das ist wesentlich angenehmer als der Weinkeller und ein Weltenunterschied zu den düsteren Katakomben der Burg. Gottes Gaben auf dem Gesicht tun so gut. Ich war in Wolkowitz. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie es abgebrannt ist. Was? Was hast du gesehen? Als du weg warst? Wo war ich denn? Weggetreten. Ja, aber ich konnte alles beobachten und ich habe genau gesehen, wie die Flammen gelenkt worden sind. Die gelenkt? Gelenkt. Welche Flammen? Von dem Flammenwerfermann. Welcher Flammenwerfer? Flammenwerfermann? Das war kein Unfall. Das war irgendeine böse Macht, die Flammen riesig gemacht hat. Als es explodiert ist, oder was? Und überall war Fett auf den Altaren. Ja, ja. Klar. Was? Was? Vielleicht brauchen wir dieses kleine Fläschchen nochmal. Bist du dir sicher, dass du sie aufgefangen hast? Es scheint so, als hätte sie sich doch sehr den Kopf gestoßen. Ja. Aber der Arzt hat nichts gesehen. Der Arzt ist gut. Also in aller Fairness, ich bin nur Sanitätshelfer. Das war aber auch nicht das erste Mal, dass mit dir sowas Komisches passiert ist. Erinnert ihr euch noch? Ja. Als wir auf diesem kleinen Hof waren? Als wir das Kreuz gesehen haben. Als wir das erste Mal den ersten Stein entdeckten. Wo ist denn meine Tafel? Die ist verbrannt. Die hat alles verbrannt. Lichter, Logik sind Flammen auf und alles angezündet. Die ganze Tasche. Luft. Meine Tasche? Ihr habt meine Tasche dort zurückgelassen? Nein, ich hab das ausgekippt. Ja. Happel hat alles ausgekippt, aber er war so geistesgegenwärtig, sie wieder zusammenzupacken. Ja, ich habe nur das Holzstück rausgeholt. Aber die Pfanne hat es auch nicht retten können, das Holzstück. Du hast deine Pfanne geopfert? Nicht geopfert, nur drüber gehalten. Boah, ihr seid alle so tapfer. Ja, Wettermeier lehnt sich zu dir runter. Machen Sie sich mal keine Sorgen um die Tasche oder um das Holzding oder was auch immer. Wenn wir erstmal Italien erobert haben nach dem großen Sieg, dann kaufe ich Ihnen eine Tasche in Mailand und fliege Sie hin, wo auch immer Sie wollen. Und jetzt hole ich Ihnen erstmal eine Suppe, ja? Ja, das vielleicht schlachtet ja mal jemand ein Huhn hier. Es scheint ja welche zu geben. Und Eier legen können die ja auch nicht. Aber auch nicht viele. Man merkt, der Wettermeier war nicht mit unten. Wettermeier geht und Sauer rückt einen Stuhl zurecht. Nachdem wir da unten waren, habe ich das Gefühl, ich hätte in die Schlucht geschaut. Ja, gute Idee. So. Wer will noch alles an Tee? Ich auch. Gibt's Kaffee? Bei Tee bin ich dabei. Kaffee wäre schön. Ich habe keinen Kaffee. Die haben hier keinen. Wenn ihr keinen mitgebracht habt, gibt's keinen Kaffee. Ich nehme gerne Tee. Ja. Bier? Sorg mal für Tee. Gibt's Bier? Ob es Bier gibt? Ja, gleich neben der dampfgetriebenen Zauberorgel. Sehr gut, Sauer, dann bring mal mit. Beides, bitte. Mhm. Ich möchte die Zauberorgel haben. Ja, ja. Und den geflügelten Hundeeselhaarfänger. Sauer geht. Vintage. Svato, er hat einen geflügelten Nase. Wo? Da, neben der Dampforgel. Finde beides. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch ein wenig benebelt, seitdem wir da unten waren. So, können wir uns noch mal ganz kurz klären, was ist mit dem Licht? Also was war mit dem Feuer? Warum träumst du von fettigen Altaren? Wir haben alle das Gleiche erlebt. Ich habe das nicht geträumt, ich habe das gesehen.
Ich habe gesehen, wie Wolkowitz abgebrannt ist. Was genau hast du gesehen? Wie Wolkowitz abgebrannt ist. Ganz Wolkowitz. Unkontrollierbar. Aber wir waren da, wir wissen. Der hat so viel Flamme geworfen, wie es gar nicht geht. Aber Flammenwerfer haben die Russen doch gar nicht dabei gehabt. Und der Flammenwerfermann hat die ganze Zeit gesagt, er kann das überhaupt nicht kontrollieren. Das war auch, als hätte jemand hingebogen. Einer der Pioniere. Die Kirche ist abgebrannt, ja. Muss einer der Pioniere gewesen sein. Wir haben Wolkowitz Leute passiert dir das abgefackelt. Öfters, Sophia? Um die Maschinengewehre besser nutzen aber das, zu können. Das war's. Das ist kann mich gut. Erinnern, meine Oma hat mir mal erzählt von einer Frau, die Dinge sehen konnte. Das ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Ich weiß nicht, wie das bei den Katholiken so läuft, aber wenn wir das abgefackelt haben, sind die sauer auf uns. Ihr glaubt, das ist ein Quatsch? Weiß es nicht. Was hat es mit sieben Feuern und sieben Schluchten auf sich? Warum gibt es sieben Schluchten? Eine ist schon schlimm genug. Ich glaube, es waren Brücken. Es waren Brücken, okay. Dann du kommst doch aus Österreich. Ihr habt mehr als sieben Schluchten. Aber doch nicht in einer Vision, dann kann es nur um die eine Schlucht gehen. Und davon will ich keine sieben. Florian. Ist das was Metaphysisches, fragt Sauer. Es ist was Hartes, Mäßiges für ihn. Wir hatten schon Probleme mit einer. Ich glaube, da geht die Zeit durch, wo er studiert hat und meistens betrunken war. Aber ihr wart doch in Wolkowitz, oder? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ihr wart auch in Wolkowitz? Ja. Wir sind ja mit den Pionieren gekommen. Jetzt ist alles verbrannt dort. Ich habe noch eine Frage. Was hat es mit dem Drachen auf sich? Und warum habe ich das Gefühl, wir sollten immer noch unbedingt zur Drachenkapelle? Weil wir, sollen dahin. Ich würde auch gerne verstehen, was hier die ganze Zeit passiert. Nein, willst du in die andere Richtung, wo überall Kosaken sind? Ernst gemeinte Frage im Off. Ist das Gulasch eigentlich jetzt mittlerweile hinüber? Das hast du noch nicht geprüft. Willst du es prüfen? Lukas bewacht es. Das ist doch gut eingepackt. Jetzt mich durchfährt es wie ein Schock. Ich denke mir, oh, Gatzo. Und ich laufe erstmal in Richtung Gulasch, weil ich mir dachte, scheiße, da habe ich glaube nach zwei Tagen nicht nachgeguckt. Ich würde mich anschließen bei Gennaro, denn die sind ja auch bei den Eseln. Mhm. Ich strecke erstmal die Füße aus. Ich möchte Tars wuscheln. Ihr geht zum Gulasch. Tars ist noch nicht da. Das, wo ist der denn? Das Bedürfnis, ihn zu wuscheln, ist also aktuell noch unerfüllt. Schrecklich. Ja, furchtbar. Ja. Das ist schon richtig. Aber machen wir es mal bei euch beiden weiter. Ja. Also Svatopluk und Gennaro, ihr geht dorthin, wo die Esel sind, wo das Gulasch ist. Genau. Und wo auch Happel Wache hält. Ja. Als ihr... Kaplan meinst du? Kaplan. Genau, Lukas. Lukas Happel, das wäre auch eine merkwürdige Hybride. Rennt vor jedem Schuss erstmal 100 Meter weg. So, Lukas sitzt mit seinem Gewehr dort und... kaut auf einem Stück trockenen Brotes herum, das er immer wieder in Brühe dippt. Als ihr kommt, packt das beiseite, steht auf, greift sein Gewehr. Ich hatte keine Ahnung, wo ihr seid und ich habe versucht, sie aufzuhalten. Aber sie hat einen Revolver und ich konnte sie nicht stoppen. Hätte ich eine alte Frau erschießen sollen? Lukas? Ihr hört ein metallisches Schaben und kaum 10 Schritt weiter, um die Hausecke herum, könnt ihr die alte Frau sehen, die alte Haushälterin der Burg, die eine von den Gulaschkanistern da rückwärts wegzerrt. Macht sie sich gerade mit deinem Gulasch aus dem Staub? Gatzo. Was das, Minja Pokai? Scusi? Gennaro, nimm die Hände von dem. Nimm die Hände von dem Ding. Yes, nice, don't yellow. Ich hab genau gesehen, wie du deinen Schlagring angefasst hast. Ball, nimm nur Schnamm, ja, ich geh halt hin. Guck sie kurz an. Buongiorno. Wie blachi Gotti. Dann schüttel ich mit dem Kopf, zeig auf den Kanister. Ah, nein. Niet. Non. Zerrt weiter. Ich habe eine Erschütterung der Macht gespürt. Ich nehme es mit einer Hand. Was? Nein, stopp. Gelo. Na! Okay, ich hab's. Svato, du hast gesehen, ich hab's versucht. Ich hab mit dir geredet. Ich zuck nur einmal dran. Zieht ihren riesigen Schwarzpulver-Revolver aus dem Gürtel. Schlage ich ihr mit einer flachen Hand einfach aus der Hand. Schwand in Hand, legst Revolver beiseite. Boom, ein Schuss löst und sie krakeelt etwas auf Russisch. Klopft dir gegen den Arm. Ich laufe mit dem Kanister einfach schon wieder in Richtung Svato. Geht zurück, greift den Kanister und hält ihn fest. Ich laufe weiter. Ja, sie stemmt sich dagegen. Und laufe immer noch weiter. Ja, Lilia kommt dazu.
Da ich ein bisschen Erfahrung habe, entschuldige, da ich ein bisschen Erfahrung habe mit sturchen Eseln. Ja. Nehme ich die Peitsche. Nähere ich mich und werde mich auch mal der Situation, ich werde Gennaro dabei unterstützen. Ich habe meine Waffe angelegt, weil ich habe einen Schuss gehört. Ja, aber den Schuss hat man gehört. Ja, ja, klar. Was war das? Ich rufe, Happel! Ja, es war nur die Alte, die Gulasch klauen wollte. Okay. Ja, Lilia kommt dazu gelaufen. Ich bin spontan bewusst, dass ich einmal Gulasch über den Hof gebrüllt habe. Tschechisch. Was ist los? Was ist los? Sie sagt, ihr seid schlechte Gäste. Was ist passiert? Sie will, das Problem ist... Er soll nicht nach ihrer Waffe schlagen, hat sie gesagt. Das ist gefährlich. Da löst sich noch ein Schuss. Sag ihr, gefährlich ist, unser Gulasch zu klauen. Nein, sag ihr nicht Gulasch. Sag ihr, gefährlich ist... Unsere Fracht zu unser klauen. Unser Rohöl zu klauen. Unsere Fracht zu klauen. Das gehört nicht uns. Das gehört der österreichischen Armee. Sie redet mit ihrer Großmutter auf Russisch. Dem Kaiser gehört das Gulasch. Die antwortet mit völlig unverständlichem Gebrabbel, was irgendwie auch Russisch zu sein scheint, aber nur Lilia richtig versteht. Kurz darauf meint sie. Es tut ihr leid, aber sie sagt, die Kranken und einige der Alten sind so hungrig. Und der Junge hat gesagt, dass er euch nichts von dem Gulasch geben darf. Also hat sie ihm gedroht, dass sie ihm eins überbrät mit ihrem Bärentöter. Ich gucke Lukas in diesem Moment einfach so an. Sie hat irgendwas gesagt. Ich verstehe kein Wort. In Ordnung? Lukas, du hast dich von der alten Frau abziehen lassen. Was soll ich denn machen? Sie hat einen Revolver. Ich kann doch keine alte Frau schlagen. Lukas, du hast ein Gewehr. Und? Das hat sie nicht interessiert. Sie hat irgendwas gesagt, sich umgedreht und hat weitergemacht. Ist das Gulasch überhaupt noch genießbar? Weiß ich doch nicht. Okay, ich öffne einen Kanister. Sie kam sofort angelaufen, als ich einen Kanister aufgemacht habe, um dran zu riechen. Der roch gut. Das schien sie gewittert zu haben. Sie kam plötzlich aus der Küche angeeilt und sagte irgendwas mit Gulasch, Gulasch, Gulasch. Aber vielleicht hat sie traumatisiert und war im Gulag, was weiß ich. Ich riech dran, ist ja gut. Ja, aber es kriegt so eine leicht säuerliche Note langsam. Also lange hält sich das nicht mehr. Ja, okay. Ich nehme einen Kanister, ich nehme zwei Kanister. Nehme zwei Kanister, gebe einen der alten Frau und gebe einen dem Mädel. Ist mir jetzt auch egal, spreche ich auch mit niemandem ab. Gebe zwei Kanister zwei raus. Weg? Gib doch nur den einen an die Oma. Nee, ich gebe zwei weg. Du lässt also der alten den Kanister, an dem sie immer noch hängt, ja, und einen zweiten packst du hin. Gebe ich Lilia. Ja. Und sag, Lilia? Svato, übersetzen. Sag, das ist in erster Linie für die Kranken. Ja. Lilia schaut zwischen Gennaro und Svato Pluck mit ihren Wehr-Cutie-Augen hin und her, wo das Schwarz der Pupillen fast das gesamte Augeninnere ausfüllt. So ein funkelnder Stern leuchtet in jedem Auge, während sie darauf wartet, dass du ihr das übersetzt, worauf sie bereits hofft, dass du es ihr übersetzt. Tue ich natürlich. Und ja, kurz darauf redet sie sofort auf ihre Urgroßmutter ein. Und die ruft etwas auf Russisch. Plötzlich kommen andere Frauen herbeigeeilt, tragen diese beiden Kanister hoch und weg. Und als wenn man ein Schnitzel vor einen Ameisenhaufen geworfen hätte, verschwinden diese beiden Gulaschkanister in der Küche. Ich bitte Lilia drum, der alten Dame zu sagen, dass es damit sich hat. Es wird nicht mehr an unsere Esel gegangen. Ja, sie ist auch nicht an die Esel gegangen. Sag einfach, kannst du bitte übersetzen ab jetzt? Lukas? Ja, ja. Lukas, nimm das bitte nicht wörtlich. Bitte. Svato, sag dem Mädchen einfach, ab jetzt hat Lukas Schießbefehl. Ah, klar. Er nimmt sein Gewehr und versucht, tough auszusehen. Ja. Oder das, was er glaubt, wie man so aussieht, wenn man tough ist. Ja. Ich erkläre Lilia auch nochmal, was es mit dem Gulasch auf sich hat. Ja, dass das nicht unsere Verpflegung ist, sondern dass wir den Auftrag haben, das wohin zu bringen. Ich verstehe schon. Zur Drachentöterkapelle. Und warum gebt ihr es uns dann jetzt? Weil ihr es braucht und weil ihr uns im Moment der Not Schutz und Unterkunft. Wir werden Ärger dafür kriegen, aber wir sind ja auch keine Unmenschen. Brababuschka sagt, ihr seid gute Gäste und ihr könnt bleiben, solange ihr wollt. Ja, Opportunistin. Und wir geben euch gerne von unseren Vorräten, was wir haben, um das aufzuwiegen. Nice, wir tauschen 1 gegen 0. Kommt drauf an, was die vielleicht Vorräte sind. Vielleicht nicht Vorräte? während ich mich ärgere, aber schaue ich an mir herunter. Ihr könnt bestimmt Munition bekommen. Sie meinen Harnisch denken. Ich würde mich vielleicht gerne mal mit der älteren Dame unterhalten. Vielleicht möchtest du übersetzen dabei. Ich denke, ich muss. Das wendet? Kaum jemand hier spricht ihren Akzent. Ah, du schon?
Nein, aber sie versteht meinen. Ah. Ich verstehe ihren, aber ich kann ihn nicht sprechen. Ah, okay. Sie benutzt seltsame, veraltete Worte, die seit 100 Jahren niemand mehr spricht. Ah, ich verstehe, aber genau deswegen. Einige Leute sagen, sie ist ein Vampir und lebt schon seit 500 Jahren. Aber sie hätte nicht so viele Probleme mit ihrem Rheuma, wenn das so wäre. Ah, okay. Ja, wenn es passt, würde ich mich gerne mal mit der alten Frau unterhalten. Ja, gern. Sie redet gern. Aber du solltest irgendwann weggehen, wenn es dir zu viel wird. Ja. Versuch nicht höflich zu sein, das hilft nichts. Okay. Ich warte erst ein bisschen, mit dem Gulasch fertig ist und dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann mal unterhalten können. Mhm. Ich will sie fragen, was das da unten mit der scheiß Kapelle auf sich hat. Das ist eine sehr gute Idee. Nicht Kapelle, entschuldige, du weißt, was ich meine. Ist zu viel rauf. Frag du die alte Frau aus, so gut es geht. Ich gehe schauen, was die, ja, wie es Sophia und Happel geht. Alles klar. Du kehrst also zurück zu, kehrst zurück Happel, zu denen, genau. Die haben mittlerweile Tee. Und zwar Schwarztee mit Apfel. Und zwar ist es russischer Rauchtee. Es hat so ein rauchiges, apfliges Aroma und ist mit einem bisschen Honig gesüßt, weil viel Honig haben sie nicht mehr. Klingt ja schon fast wie Bier. Ja. Ist eher wie so ein Whisky. Wär's doch Kaffee. Dann warte ich natürlich, bis sie mit dem Gulasch fertig sind. Den Tee wollte ich natürlich nicht verpassen. Sauer kommt zur gleichen Zeit wie Svatopluk aus einer anderen Richtung zurück und hat zwei Flaschen, so eine Bügelflaschen, die aussehen wie Bierflaschen. Das ist kein Bier, Apfel, freu dich nicht zu früh. Das ist Quass. Reicht dir eine Flasche? Weiß ich nicht, ob du das schon mal gehabt hast. Wenn nicht, ist es vielleicht nicht dein Ding. Kipp's nicht weg, findet sich jemand, der es trinkt. Weil er hat recht, das ist Quass. Oh, Russen-Cola. Das ist meine Flasche, ich hab den gemacht. Verdammt. Aber ich teile. Macht auf, trinkt einen Schluck. Ah. Der russische Arzt, der mir das Leben gerettet hat, hat mir gezeigt, wie man's macht, hat sich hier für Gold erwiesen. Leben gerettet? Ja. Das erklärt, warum du leicht humpelst. Ich nippe an meinem Quass. Leicht, hä? Ja, leicht. Ja. Könnte schlimmer sein. Gerade geht's. Ich kann nur nichts tragen. Nicht schnell laufen, keine Treppen steigen. Bin angeschossen worden. Bist du also quasi Reservesoldat. Danke. Frisch eingezogen. Ja. Nur noch die Besten. Die verdammten Kosaken haben uns niedergemacht. Keinen Tagesmarsch östlich von Wolkowitz. Wir hätten nicht ins offene Gelände gehen sollen. Das hat sich bitter gerecht. Ich bin gefangen genommen worden und so ein russischer Arzt hat, sie haben mich gezwungen, ihnen zu helfen, die Verwundeten zu versorgen. Hauptsächlich Ehre. Hm. Aber der Arzt von denen hat mir geholfen zu entkommen. War ein netter Kerl. Hat mir erzählt, dass er eine Schuld gut zu machen hat, weil Österreicher ihm geholfen haben vor einiger Zeit, als sein Kommandant ihn beinahe erschossen hat. Ich habe dann verdacht, welcher das war. Irgendwas klingelt. Aha. Schon mal von gehört? Ja, ja, ja. Er hat gesagt, sein Name ist Lev. Lev Tereschenko. Konnte er ein bisschen Deutsch? Ja, sonst hätte ich ihn nicht verstanden. Ich wollte er desertieren? Ja, wollte er. Ah, dann kennen wir den. Oh, ja. Die Schwester da hat ihm eine Kugel rausgeholt. Ah, oh, dann sind Sie der barmherzige Engel, den er erwähnt hat. Tja, sogar geht das im Kreis rum, ha? Huh? Dann danke ich Ihnen. Ich schau kurz ins Bild. Ich bin davon überzeugt, der meinte mich. Dann danke ich Ihnen, Schwester Sophia, denn wenn Sie ihm nicht geholfen hätten, hätte er mir wahrscheinlich nicht geholfen. Hat mir geholfen, zusammen mit ihm und einigen Deserteuren zu fliehen. Und dann hat er mir gesagt, in welche Richtung die Burg hier ist. Die war für ihn wohl keine Option, aber für mich. Sauer, euer Trupp war unterwegs zur Kapelle, die wir frisch erobert haben, richtig? Wo wir auch hingehen. Ihr wollt zur St. Georgen-Kapelle, ja? Wir bringen da eigentlich Gulasch hin, aber ich weiß nicht, ob das noch ankommt ohne... Ja, dahin haben wir patrouilliert. Um zu kippen. Und? Naja, und? Wir sind in einen Haufen Russen reingelaufen und die haben uns völlig niedergemacht. Das ist so, und ich bin angeschossen worden. Als ich wieder zu mir kam, waren überall Leute um mich herum. Dieser Arzt hat mich versorgt und hat mir übersetzt, dass sie mich zu ihrem Kommandanten, einem Leutnant Komarow oder sowas, bringen wollen, der alle Truppen in dieser Gegend sammelt. Ja, ja, ja. Den sind wir reingelaufen. Gar nicht gut. Und die Russen sind bei der Kapelle? Nein, nein, wir haben sie vertrieben, aber sie wollen sie zurückerobern. Ein paar von den Soldaten, die mich gefangen genommen haben, die waren wohl dort. Und der Arzt hat gesagt, die haben seltsame Geschichten erzählt von einem Professor, der dort irgendwelche komischen Dinge macht. Von Morales. Wo seid ihr hin patrouilliert? Von Wolkowitz aus. Wir sind mit den Pionieren dahin gekommen. Pionier hat noch erzählt, dass ein Trupp den Weg sichern sollte. Das habe ich mitgekriegt. Aber da seid ihr auf dem Weg seid ihr nicht bei dieser Burg vorbeigekommen. Nein, wir sind direkt über das offene Flachland gegangen. Mhm.
Wir haben nicht mit russischer Reiterei gerechnet. Du erinnerst dich, da wurden wir gewarnt von russischer Reiterei. Ja. Ja, aber die sind dann über das Flachland ganz normal nach Wojkowitz durchgezogen und sind gar nicht zur Kapelle, um die zu befreien. Ja, vermutlich sollten sie sich sammeln. Der Komarow kam ja von der anderen Seite. Wahrscheinlich sind sie die Speere, nehme ich an, während die Hauptmacht sich noch bewegt. Also sagt der Mann. Also ihr wollt zur Kapelle, ja? Ja. Wir wollen zur Kapelle, das wollen. Könnte. Also, müssen. Über das offene Land kommt ihr da nicht, denn da ist überall russische Kavallerie. Sondern? Ich weiß es nicht. Wie viele sind's denn? Wenn es unter 100 sind, schaffen wir. Seht, der Quass ist stärker, als ich gedacht habe. Ja, er hofft immer noch auf seine große Medaille. Ah, hier hast du die Flasche wieder. Kannst den Rest auftrinken. Sophia, wie geht's dir? Guter Mann. Besser, viel besser. Als wäre gar nichts gewesen eigentlich. Aber der Tee ist jetzt auch nicht so toll. Das stimmt. Also. Hast du eine Idee, warum du solche Sachen träumst? Ich glaube, es liegt an diesem Kreuz. Das passiert immer nur, wenn ich dieses komische Kreuz sehe. Vielleicht sollten wir nochmal zum Kreuz. So ein komisches Kreuz mit einem Stern und einem Auge. Ich da noch mal also mehr ein Stern mit mehr so ein Kometenschweif. Ja. Vielleicht ist es ja ein Komet. Hat irgendwas Böses an sich. Ja, wer dran glaubt. Svitlana. Schon mal gesehen? So was. Also, Sauer beugt sich vor und schaut in dein Notizbuch und guckt sich das Zeichen an, schüttelt den Kopf. Svitlana kommt derweil dazu. Schaut kurz. Ah, der Stern. Ja. Wo hast du den abgemalt? In Wojkowitz. Vor Wojkowitz. Bei einem kleinen Bauernhof. Ja. Hey, ich möchte eure kleine Tierrunde hier nicht stören oder sowas. Aber was zum Teufel habt ihr da unten eigentlich getrieben? Hey. Gar nichts. Wir haben uns nur, Wir sind gefallen. Ihr seid gefallen? Ja. In die Krypta. Ihr seid in die Krypta gefallen. Weich gelandet, wie es scheint. Auf einem der historischen Panzer aus der Rüstungssammlung meiner Vorfahren. Huch, wo kommt der denn her? Ja. Da muss ich reingefallen sein. Ja, dann fällst du bitte ganz schnell wieder raus. Wenn du was Kleidsames aus Metall brauchst, habe ich was anderes für dich. Aber das ist Teil der historischen Sammlung der Familie von Skransk. Ich habe ihn gegen Gulasch getauscht. Nein, hast du nicht. Ich habe nämlich gar nichts von dir genommen. Aber deine Oma, oder? Meine was? Die ältere Dame. Die alte Frau, die niemand versteht. Das ist die Haushälterin. Die kann nicht einfach historische Artefakte verschenken. Aber sie hat unseren Gulasch an eure Kranken verteilt. Nun, das ist sehr nett von euch. Trotzdem, was habt ihr da unten getan? Nichts. Der Strom ist ausgefallen. Habt ihr irgendein Kabel beschädigt? Wir wollten der Sache auf den Grund gehen, warum die Russen in die Krypta eingedrungen sind. Ja. Yeah. Lilly hat uns erzählt, dass sie da unten war. Und hat sie euch reingeführt? Ja. Yeah. Yeah. In die Katakomben. Sie. Mhm. Yeah. Darüber werde ich noch ein Wörtchen mit dir reden. Sie war eine sehr, sehr gute Führerin. Ich wollte gerade sagen, sie war gar nicht dabei. sollten uns besser absprechen. Ja. Wie kam man am Ende von dieser Tunnel dann? Eine Wand mit einem großen, goldenen, komischen Kreuz. Kreuz. Efenia, die Frau von der Küche, kommt mit Tars an einer Leine. Tars zieht auch sofort in Richtung Sophia und Efenia macht ihn los. Und er läuft sofort zu dir. Die beiden Frauen reden kurz was auf Russisch miteinander und Svitlana erklärt, wir haben ihn an Magassi geführt. Oh, Tars, danke. Tars freut sich, dich alleine zu sehen. Kuschelt sofort mit dir. Die Sache war die, wir kamen zu diesem Ort mit dem Kreuz an der Wand. Der Grabkapelle. Okay, wenn das ist, weil das fehlt dann. Muss ich eure Taschen nach Blattgold durchsuchen? Es gibt Gold? Jedenfalls, plötzlich fing diese Holztafel Feuer. Welche Holztafel? Ach, so ein Sigurd-Bild aus Wojkowitz. Was? Aus der Kirche da. Die Kirche dort ist verbrannt und das war das Einzige, was unbeschädigt einfach überstanden hat. Und das fiel dann in eure Tasche? Das hat uns der Vasi gegeben. Was? Das hat uns Vasi gegeben. Nur damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Lilia hat euch in unsere Burg gelassen. Ihr seid hier Gäste. Ihr könnt nicht raubend und brandschatzend durch das Land ziehen. Wir sind nicht raubend und brandschatzend durch das Land ziehen. Nein, ihr habt nur eine der heiligen Tafeln aus der Kirche von Wojkowitz und einen der Panzer meiner Vorfahren aus der historischen Sammlung. Hapfel, du übersiehst den Teil, wo unsere Freunde die Wenn ich den Kerl mit dem langen Mantel an den Füßen packe und ihn umdrehe und ein bisschen schüttel, fällt dann was raus? Ja. Da fällt alles raus. Läuse, Dreck.
Da aus fällt was raus, aber nicht stinkige von ihr. Socken vielleicht? Haben Sie schon mal was von der Mona Lisa gehört? Die könnte in diesem Mantel sein? Nein, ich bin eine absolute Hinterwäldlerin, die hier mitten in Ruthenien sitzt und keine Ahnung hat von irgendwas. Das ja, ich habe studiert. Ich weiß, was die Mona Lisa ist. Leonardo da Vinci, großer Künstler. Ja, der könnte auch in dem Mantel sein. Ja. So sieht dieser Mantel aus. Fashion. Kommt drauf an, was toller ich Mantel. Ja. Das heißt, falls ich mich jemals porträtieren lassen möchte, sollte ich in diesen Mantel schlüpfen, ja? Freunde, könnt ihr aufhören, hier zu sagen, dass wir Diebe sind? Wir sind keine Diebe. Du sagst hier gerade, wir sind Diebe. Du sagst hier, das ist ein Mantel, der ist voll mit gestohlenen Sachen. Wenn man nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte damit... Können wir noch mal ganz kurz festhalten, dass wir dieses Holzbildnis aus der Kirche von Wolkowitz ja, wo ist gestohlen das haben? Es ist verbrannt. Es ist verbrannt? Ja. Es ging in Flammen. Als alles Licht ausging, ging da das Licht plötzlich an und es ist verbrannt. Beim Anblick der Grabkammer fing es an zu brennen, von sich aus. Genau, vielleicht wollen Sie uns erklären, warum eure Grabkammer unser Bild anzündet. Das ist nicht war euer ein Bild. Heiliges. Du bist doch gar nicht da. Jungs, ihr solltet vorsichtig sein, aber ich bin der Frau mit dem Maschinengewehr entdeckt. Nee, ich bin auch mitgekommen, Tee trinken. Niemand quatscht mit der uralten Frau. Geht noch nicht. Ich wollte danach, sobald die mit dem Gulasch fertig sind, wollte ich hin. Okay, na gut, ich erzähle euch gerne, was es mit der Holztafel auf sich hat. Scheinbar scheint mehr dran zu sein als Legende. Ja. Hier in der Gegend gibt es 4 Kirchen, die von Sigurds Geschlecht gegründet wurden. Dran gewesen zu sein. Eine davon ist die St. Georgenkapelle. Ja. Eine andere ist die Kirche in Wolkowitz und die beiden anderen liegen in unterschiedlichen Himmelsrichtungen entfernt. Dazu gibt es noch 5 Scheine. Jede dieser Kirchen soll einst der Legende zufolge von einem mächtigen Zauber von Sigurds Zaubermeister belegt worden sein, um sie zu schützen vor Feuer und vor Verderbnis. Zauber. Aber eines Tages vor Feuer hat dieser Zauber seine Wirkung verloren und 2 der Kirchen sind vom Blitz getroffen worden und niedergebrannt. Der damalige Burgherr Nikolai Nikolajewitsch Rurich, genannt Boris, hat dann einen Mystiker aus Sibirien rufen lassen. Einen Jakut, einen konvertierten Jakut, einen Schamanen, der sowohl die Zauberkräfte der Jakut beherrschte, als auch die christlichen Wege. Er hat gesagt, der einzige Weg, Rurichs Schutz vor Feuer und Drachen und Dämonen wieder über die Kirchen zu bringen, ist, das alte heilige Kreuz aus der Grabkirche hier von Skransk zu nehmen, es in Platten zu zersägen und Bildnisse von Sigurd in die Platten zu schneiden. Eine der Platten wurde dann in jede der Kirchen gebracht und man hat ein neues Kreuz unten an der Wand aufgehängt, ein etwas zeitgemäßeres orthodoxes Kreuz. Das erklärt den Schatten hinter dem Kreuz. Ah. Das alte Kreuz muss etwas sternförmiger ausgesehen haben, so wie das Zeichen, das hier auf einigen Steinen zu finden ist. Okay, aber dann hat nur die... Moment. Dieses Holz, wie viele Teile wurden daraus geschaffen? 4? 4 große Tafeln und 5 kleine. Eine kleine für jeden der Schreine und eine große für jede der Kirche. Wurden die Kirchen wieder aufgebaut, die vom Blitz getroffen worden waren? Ja, das wollten sie. Ah. Und und der Jakut-Mystiker hat sich danach auf den Weg gemacht nach Rom. Denn wir sind ja hier ukrainisch-griechisch-katholisch in der Gegend. Deswegen wollte er beim Papst erwirken, dass der gute Sigurd nachträglich heilig gesprochen wird. Aber er kam nie in Rom an. Er ist in den Karpaten von Banditen überfallen worden, die ihm den Schädel eingeschlagen haben, die Beine gebrochen haben und ihn in eine Schlucht gestürzt haben. Wie der Rackelhahn. Hm. Wer? In eine Schlucht? Immer wieder. Wer von euch ist erst der Rackelhahn? Niemand ist nichts, der Rackelhahn. Nichts, schon gut. Es ist ein Tier, von dem er Angst hat. Ich laufe im Hintergrund lang und denke mir, ich werde schon ein guter. Ihr habt Gewehre, warum habt ihr Angst vor Tieren? Aber die Kirche in Wolkowitz ist trotzdem abgebrannt. Ja. Der Feuerschutz hat nur für die Platte funktioniert. Und auch wem haben wir das zu verdanken, dass die Kirche in Wolkowitz abgebrannt ist? Oh, wir wissen es jetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren die Russen. Die Russen waren es. Ja. Nun, welcher Zauber soll vor der Zerstörungskraft des Menschen schützen? Wir haben ja leider freien Willen, nicht wahr? Und Drachen nicht? Drachen? Haben die Russen Drachen? Drachen Wettermeier, wenn es welche gibt, hat er sie gesehen. Aber ihr wart in der Grabkapelle und dort ist die Tafel in Brand geraten. Sie ist einfach von sich aus in Brand geraten. Und alles andere auch. Die Fackeln sind abgefackelt. Alles, was Feuer war, wurde mehr Feuer, schnell. Und dann war es dunkel und voller Rauch. Und waren da irgendwo Kabel?
Nein. Nein. Das erklärt dann nicht, warum der Strom ausgefallen ist. No. Als die Bauarbeiten hier begonnen haben, die Kiewer Familie will die Burg ja restaurieren. Da wurde ein Generator in der Burg eingebaut, um den Kran zu betreiben. Er wird über die alte Wasserwelle in den Tiefgewölben betrieben. Er ist eigentlich, naja, nahezu Fehler... Wie nennt man? Frei? Wie sagt man auf Deutsch? Fehlerfrei? Es kann nicht wirklich viel schief gehen. Ich meine, ihm kann nicht wirklich der Treibstoff ausgehen oder sowas. Nee. Es ist einfach nur ein Generator. Ein Wasserkraftwerk. Aber es ist genau zu der gleichen Zeit passiert, als ihr da unten gewesen seid. Ich muss da nach dem Rechten sehen. Ohne den Generator haben wir kein Licht im Gewölbe. Und wir haben nicht genug Lampenöl und nicht genug Kerzen. Sind ja alle Wachen auf den Positionen? Beleuchten was? Ob Wachen auf den Positionen sind? Das könnte auch Sabotage sein. Was? Nein, hier sind keine Russen in der Burg. Das würde ich wissen. Also ich würde mit zum Generator kommen. Ich kenne mich ein bisschen aus. Mit Generatoren? Mit Maschinen generell. Wirklich? Ja, aber sag's keinem weiter. Was? Was hast du gemacht, was? Bevor du... Die Nonne kennt sich mit Maschinen aus. Wirklich, so eine Petze. Ich hab's doch jetzt nur von den Leuten gesagt, die sowieso anwesend sind. Ich wusste ja, schon das eben nichts. Ich auch nicht. Du hattest irgendwas vor deiner... Ja, dann schick dich Gott, weil niemand hier kennt sich mit dem verdammten Generator aus. Ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich tun soll. Außer vielleicht den Piloten zu fragen. Ja. Den könnten aber ich muss ganz kurz eine Frage noch. Hast du irgendeine Erklärung? Ziehst du jetzt die verdammte Rüstung aus? Ach, lass ihn mal. Ich dachte, das fällt nicht mehr. Wenn du dich nackig fühlst, ohne ein Stück Stahl am Leib, dann kann ich dir einen Panzer geben, den du haben kannst. Die Russen haben einen hier gelassen. Ein echter Panzer? Die haben sich nämlich nicht getraut, ohne Rüstungen und ohne Taschenlampen ins Gewölbe zu gehen. Und die schweren Dinge haben sie stehen lassen, als sie gegangen sind. Golami, der war eh ein bisschen klein für dich, oder? Ich glaube auch, der ist zu altmodisch, oder? Svetlana. Ja, Svetlana. Svetlana, hast du irgendeine Idee? Ich krodel mir den Panzer ab, stelle ihn sehr vorsichtig auf den Boden, mache sehr deutlich, dass ich gerne den neuen Panzer hätte. Sie sagt was zu Efenia und Efenia kommt, gibt dir einen Klaps auf den Hintern, nimmt den Panzer und trägt ihn weg. Ja, ich gehe mit. Nein, ich bleib da, ich bleib stehen. Warum? Aber ich gucke hier hinterher und blinzel hier zu. So. Die Rückführung eines Teils der Platte. Plötzlich einfach von sich aus anfängt zu brennen, obwohl sie bei dem Ort ihrer Entstehung ankommt. Du sagst, die Kirche ist niedergebrannt, nicht wahr? Die Kirche ist niedergebrannt. Die Tafel ist in Flammen aufgegangen, wie in einem Inferno? Nein, die Tafel ist bei dem Niederbrand der Kirche, hat sie überlebt. Ja, hat sie. Ohne nur einen Funken von Brandspuren. Mhm. Und jetzt haben wir sie dorthin gebracht, wo sie entstanden ist. Nun, ich nehme an, ihre Zauberkraft ist an den Ort zurückgekehrt, wo sie erschaffen wurde. Soll ich mir jetzt ein Märchen für dich ausdenken? Es gibt doch keine Yakut-Schamanin. Ja, aber es kann ja sein, dass du mehr darüber weißt, als wir alle. So scheint es zumindest. Naja, ein bisschen mehr weiß ich offensichtlich. Ich weiß, dass es mehrere Tafeln gibt. Ist euch aufgefallen, dass die Moderne seit ein paar Jahrzehnten existiert? Komische Erklärung von Schamanen und so weiter und so fort, wirklich? Aber du warst doch dabei, Otto! Das ist in Flammen aufgegangen, das passiert doch schon in meiner Jugend. Also, die Russen hatten da unten auch Probleme, so ist es ja nicht. Was hatten die denn für Probleme? Ja, das ist eine gute Frage. Ihr Sibirier hat gemeint, er hört Wölfe heulen und sowas. Und einer sagte die ganze Zeit, dass der Boden vibriert. Das waren aber auch abergläubische und dumme Gesellen. Wie dem auch sei. Da unten würde ich alles glauben. Sophia? Ja? Du hilfst mir, nach dem Generator zu schauen? Natürlich. Möchte vielleicht einer der mutigen Herren uns helfen, in die tiefen Gewölbe hinabzusteigen, oder ist das ja Frauenarbeit? Mademoiselle, willkommen. Ich melde mich freiwillig. Das heißt, der Generator ist dort unten, wo wir bereits waren? Nein, der ist im Tiefgewölbe. Das ist unter den Weinkellern, ganz tief. Ah. Wir sollten uns voll vorbereiten, weil wir haben wieder Lampen. Ja. Noch Seile. Noch was wir sonst vielleicht brauchen. Und Werkzeuge haben wir auch keins. Das müssen wir erstmal auftreiben. Richtig, wir suchen am besten erstmal alles zusammen. Ja. Yeah. Und du wolltest mit der alten Frau sprechen. Das stimmt. Dann gehe ich mit der alten Frau sprechen. Ihr geht damit? Sauer. Ich bleibe bei Sophia und bewege mich nicht vom Fleck, weil ich warte auf meinen Panzer. Ja. Sauer. Du wolltest uns irgendwas zu diesem Professor sagen. Oh, naja, ich kann euch nicht viel dazu sagen. Nur das, was mir der Arzt gesagt hat. Ist er tot? Wer? Der Professor. Das weiß ich nicht. Ach. Aber einige von den Soldaten, die bei der Kapelle gewesen sind, die waren jetzt bei den Versprengten und die haben wohl nichts Gutes gesagt über diesen Professor. Der hat sie angetrieben wie ein fürchterlicher Schinder und es gab wohl ständig nur zähes Ziegenfleisch zu essen. Ha? Ja, so habe ich auch reagiert. Dachte ich mir, ne? Zähes Ziegenfleisch? Ne, besser als Graupensuppe oder diese grässliche gebrannte Mehlsuppe, die dieser... Ach. Ja, gebrannte Suppe. Dieser Verpflegsoffizial im Stammlager die ganze Zeit ausgeben lässt.
ekelhaftes Zeug. Ich gehe auf jeden Fall auf irgendeinen Turm und guck mich um. Ja. Also tatsächlich, check mal die ganze Umgebung von der Burg. Hm. Mit meinem Fernglas, meinem Gewehr. Das klingt nach einer guten Idee. Ja. Er macht den Blinzler. Er guckt mal, ob einer guckt. Schätze. Guckt, ob irgendwo auffallend aggressive Hühner unterwegs sind. Zum Beispiel. Oder Russ. Oder Russ, ja. Ich trinke alles an leckeren Sachen, was nicht von anderen getrunken wird. Ja. Ich habe meine Flasche eingepackt. Ne? Aber irgendwo werden Teereste sein. Ja, also Efenia kommt kurz darauf zurück, bringt dir einen Teller dünne Gulaschsuppe. Also mit Wasser verdünntes, aber überraschend würzig riechendes Gulasch, das offenbar auf Basis deines Gulaschs zubereitet wurde. Es riecht aber würziger, als es sein sollte. Es riecht rauchiger und paprikaiger, als es bei der Verdünnung sein müsste. Sie hat den Teller in der einen Hand und in der anderen Hand hält sie so einen Stahlpanzer. Den können wir übrigens mal kurz einblenden. Können wir? Ja. Du hast einen alten Genau, da habe ich. Und Vollbild andere? Ja. Nee. Das riecht gut. Musst du das nicht? Ich rieche Paprika. Doch, doch. Die Frau ist was. Habt ihr's? Die ist gut, nee, finde ich. Nicht. Bei den Einblendern? Ich rieche geräucherte Paprika. Endlich. Und sie hat deinen Harnisch. Hier nicht. Warte mal. Er kann an nichts denken. Also eigentlich kann ich weiter. Mach mal weiter. Eigentlich hatte ich alles. Wenn ihr es findet, sagt ihr Bescheid. Ja, ja. Den wirft sie also rumpelnd auf den Boden und reicht dir die Schüssel. Und dann wartet sie ab, um zu sehen, wie es dir schmeckt. Das scheint sie nämlich sehr neugierig zu sein. Ich schlürfe direkt erstmal raus, kause drauf rum. Sie hat altes, hartes Brot klein gebrochen und drin eingeweicht. Und obendrauf schwimmt so ein Flimmer aus Paprika-aromatischem Öl. Ich bin absolut begeistert. Von deinem eigenen Gulasch. Eine Frage auch. Scusi, ist das geräuchertes Paprika? Paprika. Ist irgendjemand? Sophia? Ja? Kannst du sie fragen, ob sie davon noch mehr haben? Habt ihr noch mehr von dem Paprikapulver? Ist das Paprikapulver? Das ist geräucherte Paprika. Es ist geräucherte Paprika. Habt ihr noch mehr davon? Die kommt aus Kolodschau. Wenn wir was davon haben? Unser Gaulami schwärmt dafür. Er macht Schau mal. Wunder damit. Ich habe einen kleinen Vorrat davon. Oh, ich glaube, du kriegst Räucherpaprika. Sag ihr, sie kann dafür mit mir machen, was sie möchte. Ich weiß zwar nicht, wann ich Nachschub bekomme. Ich habe sie von einem Händler namens Ankerkraut in Lemberg gekauft. Aber wenn der Krieg gut läuft, dann werde ich bestimmt bald Nachschub bekommen. Ich gehe mal schauen. Groß, Alter. Und sag ihm, er soll essen. Und frag ihn, ob er das Gulasch gekocht hat, das ich verwendet habe, um das zu strecken. Das hat er. Dann sag ihm, er ist ein fantastischer Koch. Sie flirtet mit dir. Sie findet, du bist ein fantastischer Koch. Du kannst übrigens haben, was immer du willst von ihm. Für das Paprikapulver. Das Geräucherte. Nicht haben, machen. Machen, Entschuldigung. Wichtig. Mhm. Ich blinzel noch einmal aggressiv in ihre Richtung. Ach, ihr zwei. Wir können den Panzer zeigen. Sie lächelt zurück. Und geht dann erstmal. Ja? Floß neue Panzerung. Ah ja, da. Yeah. Steht da auch drauf? Ulala. Da drauf steht was. Ja, da steht auch was auf Russisch drauf, ja. Und was? Kannst du Russisch? Nein. Für den Aber auch, wenn ich jetzt steht Sophia da drauf. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, auch wenn ich jetzt Sophia frage, bringt das nicht viel. Ja. Ich glaube, ich mache einen Keks. Ja, also irgendwie, wenn die Hardkeks aus deiner Tasche kommen, sind die auch leckerer. Du hast so ein Flair von Legende an dir. So, ich würde mich nochmal dran machen, Akzent weg, wenn ich erkläre, was ich tue. Ja. Equipment zusammenzutragen. Also genau. Ich gehe mal Svitlana hinterher. Ich meine, wir brauchen eine Werkzeugtasche oder sowas. Wir brauchen Lampen. Wir brauchen, es brauchen noch ein Seil, wäre vielleicht gut. Stemmeisen. Ja. Was man halt so braucht. Ich will mal in deinen Karten. Ja, tu das. So, Happel, du beobachtest die Umgebung. Hm. Es geht jetzt langsam auf Mittag zu. Ist irgendjemand so nett und bringt mir auch so eine gestreckte Gulaschsuppe vorbei? Nein, keiner weiß, dass du da bist. Ich dachte, es sind überall Wachen. Okay, schade. Ja? Nein? Okay. Also, sie haben wohl eine Wache vorne beim Tor. Alles klar. Völlig unzureichend. Okay. Die bemerken erst, wenn jemand direkt vor der Burg steht.
Ja, was dir natürlich, also du kannst immer noch dünnen Rauch aufsteigen sehen, dort, wo die beiden Flugzeuge abgestürzt sind. Ist mittlerweile aber nicht mehr sehr viel. Mhm. Noch so ein Schwelbrand. Vögel siehst du weit und breit nicht. Aber ein paar Kilometer entfernt im Wald kannst du eine Staubwolke ausmachen, die sich also zwischen den Baumwipfeln erhebt und einer geraden Linie entlang wieder lichtet. Als wenn dort viele Leute, möglicherweise Reiter, möglicherweise motorisierte Fahrzeuge unterwegs sind. Okay. In Richtung der Burg. Bewegen sich sehr langsam. Ich würde jetzt mal leider eine meiner Tauben losschicken. Du möchtest eine Meldung absetzen. Ich möchte eine Meldung absetzen. Ja. Was meldest du denn? Ich melde die gesamten Vorkommnisse. Ich melde, dass die Russen Wolkowitz eingenommen haben wieder. Also kurz, du machst einen ordentlichen Bericht. Einen ordentlichen Rapport. Auf so einem Taubenzettel unterbringst. Genau, also das Wichtigste. Schreibst ihn vor und verschlüsselst ihn dann in Kurzschrift. So sieht's aus mit meinem wunderbaren Buch, was ich dafür ja auch habe. Ja, du hast ein Codebuch bekommen. Genau. Und schicke damit eine von meinen zwei Tauben los. Drei waren es, oder? Drei? Mhm. Waren es drei? Drei Tauben. Es sind drei. Es sind drei, okay. Ja. Dann sind dann noch zwei. Nicht mehr so traurig. Zwei sind cool. Ja, sie gurrt glücklich, während du sie aus dem Korb holst. Da steht Esma. Letzten Tage waren sie ja ziemlich eingepfercht da drin. Ja. Du gibst ihr noch etwas zu fressen, damit sie gestärkt ist für den Weg. Ein paar krummen Brot. So sieht's aus, ein bisschen Keks. Und dann macht sie sich auf den Weg. Nachdem man 8 Tage lang keinen einzigen Vogel hörte, hörte man Sekunden später. War das ein Rackelhahn? Das war ein Ja, und euer Rappelhahn. Rackel. Ist doch egal. Rackel. Das ist eine andere Geschichte. Hm. Hattet ihr schon die Gelegenheit, den Panzer zu zeigen? Ja. Ja. Perfekt. Den haben wir schon gezeigt. Und Thorsten, so, ja. Wenn ich ein Weilchen Zeit habe? Ja. Weißt du, was ich tue? Also ich gehe runter. Ja. Und melde das, was ich gesehen habe. Also ich erzähle das meiner Truppe und entdecke dabei das Gulasch und besorge mir auch so eine dünne Gulaschsuppe. Ich fasse die nicht an, die ist für die Kranken. Ich bin krank. Das bestätige ich. Ich hab auch noch zwischenzeitlich eine ganz kurze Frage. Es gab vorhin ja Tee. Ja. Da ich Teetrinker bin, das steigert meine Moral. Ja, richtig. Tut es. Edit? Okay, gut. Wenn du Moral machst, wollte ich vorhin nicht unterbrechen, bringt dann das wieder auf Fahrt. Das ist gut. Ich will diese Munition. Ja. Erlaubt, warte mir sie zu holen. Ja, natürlich. Wundervoll. Hat jemand. Achso, wir sind auf dem Weg jetzt nach unten, ne? Wir sammeln gerade so Material zusammen. Hat jemand ein. Bajonett, das ich mir kurz leihen könnte, bitte? Ich bin ja nicht mehr da, ne? Mein Bajonett ist unter dem Deck. Vielleicht die kleine Lilia? Nimm eins. Danke. Wo ist das Emblem auf dem großen Panzer? Das war auf der linken Seite, oder? Linke Herzseite. Du schabst das ab. Ja, ich bearbeite es mit dem Bajonett. Es ist sehr verständlich, dass du nicht markiert mit dem Ausruf für den Zar in den Kampf ziehen möchtest. Richtig. Bis es wirklich zur Unkenntlichkeit abgekratzt ist. Du könntest jemand mit Russischkenntnissen fragen, ob du irgendwas ranschreiben kannst, was es lustig macht. Schießt auf den neben mir. Ja, genau. So wie in Anna Tefka, ne? Ja. Oder einfach so, ich bin undercover hier. gibt es einen Segensspruch für den Zar? Na Gott, segne den Zar und halte ihn weit fern von uns. Ja. Mein Gewehr lasse ich dann oben. Das ist, glaube ich, packt Sachen zusammen. Efenia hilft dabei auch, bringt eine Werkzeugtasche. Tja, Werkzeug für die Madame. Wenn ich unhungrig esse, kriege ich Ausdauer. Er trägt das Brecheisen. Ja, aber nur, wenn du mehr Portionen isst, als du brauchst, um deinen Hunger zu stillen. Aber war ich hungrig? Noch? Du würdest ja irgendwann Hunger kriegen. Ne? Nein, du bist Son Goku. Alle kriegen natürlich Hunger regulär für den Vormittag. Kannst du viel essen, bis du Ausdauer zurückkriegst? Das ist ja fantastisch. Das gilt für jeden so. Ja, ein Punkt. Einmal. Du kannst eine extra Portion essen, das gibt Ausdauer. Aber hier gibt es für niemanden extra Portionen, weil alle hungern. Wer trägt das Brecheisen? Ich habe Probleme mit meiner Tragfähigkeit. Nein, der hat schon Werkzeug, ich gebe dir doch jetzt nicht ein Brecheisen. Ich kann das nicht.
Ja? Ja, ich also das. Die Esel haben viel Platz. Rechteisen. Und du nimmst Esel mit nach unten? Ich kann noch Sachen tragen. Ach so. Ja, gib her. Also wenn wir jetzt Sachen mit nach unten nehmen müssen, kann ich noch Sachen tragen. Ja, guck mal. Also ich lass mein Gewehr hier oben. Was soll ich da unten mit deinem Gewehr? Kaum drei Gewehren. Sechs Slots voll. Ich hab nur zwei. Du hast nur Waffen, Alter. Du bist voll mit Waffen. Ja. Der Mann ist Rambo. Svetlana kommt dazu. Sie hat eine Blechdose Räucherpaprika in der rechten Hand, geht zu Gennaro, sagt, Efenia sagt, das ist für dich. Oh. Mein Seil? Mein Seil. Und sie überlegt sich, was sie dafür haben will. Wer hat jetzt das Brecheisen? Das Brecheisen kommt doch. Seid ihr soweit? Ja. Eure ganzen Gewehre könnt ihr übrigens hier lassen, die werdet ihr da unten nicht brauchen. Ich mach's ganz vorsichtig auf, geh mit meinem Finger rein, fühle mich unbeobachtet und mach so. Hat sich gerade mit Räucherpaprika parfümiert? Ja, das wird dir gefallen. Flo, wir haben da was für dich. Du hast ein Brecheisen bekommen. Ah ja. Danke, dass du das trägst. Also wie gesagt, Gewehrstumpf packe ich oben zu Kaplan. Der soll darauf aufpassen. Was soll ich mit dem Gewehr in einem Keller? Also ich habe mit Großmütterchen Malinic gesprochen und dann habe ich den Rat einberufen. Rat? Ja, den Rat. Was dachtet ihr, was wir hier sind? Eine Tyrannei? Nee. Bin ich Zarina? Also. Das mit dem Gulasch war ein feiner Zug von euch und wir verstehen, dass eure Kameraden bei der St. Georgen-Kapelle sind und dass sie dringend Verpflegung brauchen. Und der Bursche beim Essen hat mir gesagt, dein Bruder ist da. Dann, Sisi. Wenn ihr geht, dann könnt ihr Munition und Waffen von uns mitnehmen. Wir haben mehr, als wir brauchen. Hm. Vielleicht nicht Waffen mehr, als wir brauchen, aber wir können auf einige verzichten. Wir haben Kisten voll mit Munition. Bei der Kapelle sind sicherlich russische Waffen erbeutet worden. Dann könnt ihr eure Leute mit unserer Munition versorgen und wir können euch ein paar Sack Gerstengraupen mitgeben. Ja. Und einen Sack Roggen. Das ist alles, was wir haben, was wir teilen können. Sehr gut. Galami. Sehr edel. Wie lange hält dieses Gulasch tatsächlich noch? Keine drei Tage. Maximal. Okay, übermorgen. Ja, übermorgen, ja. Ich sag nur, vielleicht wäre es ein feiner Zug, den ganzen kranken alten Frauen und Kindern hier den Rest, das restliche Gulasch zu geben und Graupen mitzunehmen. Weil wenn ich ehrlich bin, die großen Helden bei der Kapelle, die können mich kreuzweise, wenn ich auf dieses blöde Gulasch aufpasse, nicht stattdessen auch Graupen bringen kann. Weißt du was? Vorschlag zur Güte. Wir regeln erst das mit dem Generator, damit wir wieder was sehen. Und danach kümmere ich mich persönlich darum, dass das Gulasch zu Efenia, der Köchin, kommt. Gut, das klingt auch nach einem angemessenen Plan, mit dem wir alle am Ende glücklich sein werden. Aber können wir uns dann an die Arbeit machen? Kreist du nicht wieder den Kopf ab. Und vielleicht sollten wir unten in den alten Gewölben und Räumen mal ein Auge offen halten. Vielleicht ist was an den Legenden dran, dass es Zugänge gibt zu den Höhlen, die hier überall unter der Gegend sind. Hat jemand eine Gaslampe? Ich habe eine Laterne, jetzt wo ich da Öl gekriegt habe. Oh, wir haben Taschenlampen. Ah. Die Russen haben sie gebracht. Wir haben sie. Lilia hat sie ihnen gemobst, als sie nicht darauf aufmerksam waren. Ja. Ach, davon könnten wir doch welche nehmen. Wir haben noch eine Kerosinlaterne und eine Kerze. Gut, dann haben wir genug Licht. Denke ich auch. Wir haben drei Taschenlampen. Wer möchte eine? Eine behalte ich. Ich möchte eine. Gut. Job, sie greift in den Beutel, holt eine Taschenlampe raus. Holt kurz aus. Kann er fangen? Nein. Ja. Dann reicht sie Svatopluk, dann gib sie ihm weiter. Ich werfe keine Lampe, die wir nicht reparieren können. Ich brauche meine beiden Hände frei, ich nehme keine Taschenlampe. Nimm die zweite Lampe raus. Ich nehme eine. Reicht sie dir? Gut, ich denke gerade vor, wie du gruselig von unten das Licht aus anmachst. So klick, 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 klick. Apple ist überladen. Wieso? Ich bin nicht überladen. Das ist alles oben. Nimm ja nicht alles oben. Okay, das nehme ich mit. Dann ist gut, klar. Was jetzt, guter Punkt tatsächlich. Was schleppt ihr denn alles mit nach unten? Was nimmt Pappel alles mit? Ich habe das Seil, ich habe meinen Revolver, meinen Säbel und eine Feldflasche. Ist der Revolver geladen? Ja. Gut. Das ist natürlich so eine wichtige Frage. Wenn du ihn mitnimmst, wärst du am Ende enttäuscht, wenn das nicht ist. Was nimmt Svatopluk alles mit? Ich gehe nicht nach unten. Ich war ja auf dem Weg zur alten Dame. Mhm. Du kommst dann ja noch mit runter am Ende. Ja, gerne. Eben, also. Dann würde ich es bei meiner Eselspeitsche, meiner Feldflasche und meiner Gasmaske belassen. Ich glaube, Gasmaske packe ich auch noch ein. Gut, also ihr macht euch bereit, in die Gewölbe hinabzusteigen. Wenn Svato noch bei der alten Frau ist. Genau, Svato geht zur alten Frau in die Küche. Ja. Ja,
Ahoi. Und Lilia übersetzt dann entsprechend. Ja, sehr gerne. Die alte Frau steht da sofort auf, brabbelt irgendetwas, geht auf dich zu, greift ihren Stock auf dem Weg, wackelt auf dich zu und wenn sie bei dir ist, dann umarmt sie dich, lässt den Stock los, klammert dich so auf Hüfthöhe um und drückt dich und klopft dir auf den Rücken. Ja, ich frag sie, ob es in der Vergangenheit schon seltsame Vorkommnisse unten in den Katakomben gab. Banababushka sagt, sie ist euch so dankbar für das Essen. Das Fleisch gibt den Kranken Kraft. Wir wissen sonst gar nicht, was wir tun sollten. Das freut seltsame Vorkommnisse. Oh ja, sie sagt jede Menge. Es hat immer seltsame Vorkommnisse hier auf Burgskranz gegeben. Mhm. Burgskranz ist ein ganz besonderer Ort. Aber die meisten um die Burg, nicht in der Burg. Die Burg ist geschützt, sagt sie. Was meint sie, wenn sie geschützt sagt? Sie sagt, alte Zauber ruhen in den Steinen der Festung. Ah. Sigurd soll angeblich eine Flasche mit dem Blut des Drachen, den er erschlagen hat, benutzt haben, um die, die ganze Burg zu einem heiligen Ort zu machen. Und kannst du sie fragen, warum man die Burg schützen möchte? Das weiß sie nicht genau. Ihre Urgroßmutter war noch nicht geboren, als das passierte. Ah. Unsere Familie arbeitet schon sehr lange für die Burgherren von Skranz. Ich verstehe. Ah. Sie fragt, ob du hungrig bist. Du siehst aus, als könntest du etwas zu essen vertragen. Es geht tatsächlich. Also ich würde was essen, sehr gerne. Ich habe zwar keinen großen Hunger, aber... Sie hat noch getrocknete Rüben. Oh, wenn du ein paar Stunden Zeit hast, weicht sie dir ein. Ach, das ist okay. Dann sag ihr vielen lieben Dank. war das... Hat sie mich angebaggert? Ich glaube schon. Ist vertrocknete Rüben sie denn im Rüben übertragenen einweichen? Sinne zu verstehen? Okay. Sie macht sich dann übrigens dran, ein paar staubige, so ein paar staubtrockene, in den Scheiben gehobelte Rüben abzustauben und in einen Topf zu packen. Sie macht das jetzt, wir können sie nicht wirklich aufhalten. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, tut sie es. Sie hat deinen Eseln übrigens Futter gegeben. Denen geht's gut. Sie sind im großen Stall. Sag ihr, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich denke, diese staubigen Rüben werden ein wenig einweichen müssen. Wir gehen so lange ein runter. Ein paar Stunden, sagt sie. Ja. Wir gehen runter, den Generator reparieren. Kümmert euch um den Strom, das ist so gut. Ja. Wir haben kaum Lampenmüll und nur ganz wenige Kerzen. Ohne den Strom ist es stockdunkel hier. Die Burg ist ja gar nicht dazu gedacht, bewohnt zu werden. Da kümmern wir uns drum. Wir schlafen ja alle in den Kellern aus Angst vor Fliegern. Ich persönlich hatte ein schlechtes Gewissen, dass wir euch in den Zimmern oben einquartiert haben. Aber Efenia hat gesagt, und sie war sich mit Svetlana einig, wenn die Österreicher angreifen und es euch erwischt, dann habt ihr es verdient. Und wenn die Russen angreifen, dann schießt ihr vielleicht zurück und gebt dem Flieger Saures. Und ich verstehe. Aber ich war dagegen. Lilia, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Ihr könnt dann also, wenn wir wieder Strom haben, weiter bei uns schlafen, in den Kellern. Ihr bleibt sicherlich eine Weile, um euch richtig zu erholen. Ein paar Tage mindestens, oder? Ich fürchte, wir werden bald losziehen. Wir müssen ja... Aber ihr müsst doch nicht alle weiter. Ein paar von euch könnten hier bleiben und uns helfen, die Burg zu verteidigen. Pass auf, Lilia. Was hältst du davon? Wir müssen einmal zur Kapelle. Wenn wir zurückkommen, dann kommen wir nochmal vorbei. Ja? Ist das eine Idee? Das wäre schön. Dann machen wir das so. Lilia, kannst du... Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Kannst du sie fragen, ob es unten schon mal gebrannt hat? Ob sie sich erinnern kann? Ja, sie redet eine Weile mit ihrer Großmutter. Brababushka sagt... Das letzte Mal, als es gebrannt hat, war, als die beiden Kirchen vom Blitz getroffen wurden. Mhm. Da haben die Reste vom Kreuzfeuer gefangen. Mhm. Und einer der Sarkophage ist entzwei gespalten worden. Wie vom Blitzschlag. Oh. Das war sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber sonst hat es da unten nie gebrannt. Lilia, vielen Dank fürs Übersetzen. Ich mache mich auf den Weg, die anderen warten. Mhm. Ich komme dann später nach und bringe euch was zu trinken runter. Wir machen leicht Kwas. Weißt du, was das ist? Kwas? Ja, natürlich. Ja, und wir verdünnen das dann mit Wasser. Aber jetzt, wo die Pumpen ausgefallen sind, muss ich das Wasser vom Fluss holen. Ah, sei vorsichtig, Lilia. Ja? Nicht. Pass auf dein Bajonett auf. Ja. Vielleicht kriegt das einer von euch auch ab, wenn euch das so stört. Wir könnten den Gennaro vielleicht mal fragen, ob der hat starke Arme, der schafft das bestimmt. Mhm. Sie nimmt das Gewehr. Reicht es dir? Gibst du es ihm, dann macht er es vielleicht ab. Ja. Und wenn er es abkriegt, lass es einfach bei der Kellertreppe stehen. Ich hol's dann nachher. So machen wir das. Ich schulter ihr Gewehr mit dem Bajonett und mach mich auf den Weg. Gennaro! Si? Kannst du mal schauen, ob du das Bajonett von der Lilia hier abkriegst? Ach, das tut doch jetzt nichts zur Sache, sagt Svetlana. Lass das einfach bei der Kellertreppe stehen. Außerdem soll sie es lieber drauflassen. Sie kriegt's doch sonst nicht wieder drauf. Und wenn ein Russe kommt, soll sie ihm in den Wanst damit stechen. Haben wir jetzt unsere Lampen bereit? Ja. Ich habe eine Lampe. Ja. Krieg ich's ab? Du greifst danach, du drehst, es ist ab. Knirscht, du ziehst, es ist ab. Okay, ich stelle beides neben die Kellertreppe.
fein, gut, das war alles, danke. Dann haben wir das hier. Erfolgreich, ja. Gut. Ach, da gehört das hin, Entschuldigung. Nicht unter das Kinn. Ich glaube, vielleicht ein bisschen modern, wahrscheinlich drehte man die oder so. Nee, die hat so einen Schalter oben. Wettermeier! Wir haben sogar ein Bild von den Taschenlampen. Haben wir? Ja, können wir mal einblenden. Wir haben heute Bilder zu den unnützesten Dingen. Das heißt, wir gehen jetzt in den dunklen Keller, wo es so Taschenlampen gibt. Habe ich das richtig verstanden? Da, wo der Panzer war? Ja. Ja, da ist aber nicht. Nicht? Da ist nur verschiedene Sachen. Sicher? Ja. Yeah. Also, gut, haben wir kein Bild von den Taschenlampen. Aber ich warte, aber jetzt keine... Ist auch nicht so wichtig. Ihr wisst, wie Taschenlampen aussehen. Freunde, wir gehen jetzt in den Keller, wo es nur Taschenlampen gibt. Ich rufe noch den Wettermeier. Und alle holen ihre Taschenlampen raus. Du müsstest dein Display noch ausmachen. Ja, das ist übrigens eine lustige Sache. Viele Taschenlampen während des Ersten Weltkriegs sahen tatsächlich mehr aus wie Smartphones als wie klassische Stabtaschenlampen. Viele Soldaten haben nämlich so eine Boxlampe vor der Brust getragen, die ein bisschen größer war als eine Zigarettenschachtel und die dann nach vorne gestrahlt hat, damit man gleichzeitig kämpfen konnte und Licht hatte. Ja, noch die alten Armeetaschenlampen aus der Schweiz. Ja, die sind so ähnlich. Auch so diese Ecken, und es gab auch Dynamo-Modelle, wo man immer unten an so einer Schnur gezogen hat, um die aufzuziehen. Das war ja gerade das Schlimme am Ersten Weltkrieg, dass die Moderne auf das Mittelalter traf. Ja, gut, dann gehen wir mal runter in den Keller. Ja. Auf geht's. Das klingt alles null Vertrauen. Überhaupt nicht. Wir gehen nicht so gerne da wieder runter. Ja, aber plötzlich ist wieder hell. Ja, wir haben ja Taschenlampen jetzt an. Genau, ihr habt Taschenlampen. Sehr hell. Sehr gute Taschenlampen. Weniger hell vielleicht. Aber ihr passt jetzt schon auf mich auf. Ja, ist eindeutig MacLight. Genau, einfach eine MacLight mit runtergenommen. Ihr steigt zuerst in den Weinkeller hinab, durchquert den Weinkeller. Dann über eine weitere Treppe kommt ihr eine Etage tiefer. Svetlana erzählt euch, dass früher hier das Schwarzpulver für die Kanonen von Skransk gelagert wurde. Ganz kurzer Freundschaftsdienst auf dem Weg. Ja, der da hat das Gulasch gemacht. Der da. Hast du bei den Kranken vor. Okay, weiter. Nice. Gib doch nicht so an. Ich laufe an ihm vorbei, mache aber so ein... Okay. Ja. Bolami. Freunde. Merkt euch diesen Namen. Immer mal wieder. Mehr und mehr alte steinerne Treppen winden sich teils wendelnd, teils im Zickzack in den Fels hinab. Es scheint so, als wenn die Gewölbe von Burg Skransk zu einem Teil in den Fels hineingetrieben wurden, aber zu einem anderen Teil natürliche Hohlräume ausgenutzt haben, die sich in dem Kalkstein dort bereits befanden. Sind das die Höhlenzugänge? Das ist der Zugang zu den alten Gewölben. Niemand weiß, wo die Zugänge zu den unterirdischen Höhlen und Tunneln sind. Angeblich konnten Sigurd und seine Männer und Frauen während Belagerungen an nahezu jedem Ort in der Gegend auftauchen. Die Legende sagt, sie konnten durch Stein wandeln und bei den Kirchen und bei den Schreinen aus dem Stein auftauchen wie Geister. Also wenn wir mit Selbstbewusstsein gegen so eine Steinwand laufen, kommen wir durch, das wenn wir es brauchen. Das klingt sehr nach Geheimgängen. In dem alten Schmugglerversteck in dem Keller von meinem Großvater gab es auch Geheimgänge. Ja? Also diese Geschichte erklärt eine ganze Menge über euch. Ich glaube... Oh, vertrauen Sie denen nicht, das sind alles Halunken und Ganoven. Ich glaube, er ist der Junge aus der Strafkompanie. Ich warte aber nicht, weil ich Verbrecher bin, sondern weil ich an die Volksrepublik glaube. Es ist aber aktuell das Gleiche. Das ist ein Verbrechen. Ich sehe schon, ich sollte mein Maschinengewehr nicht aus der Hand geben. Sie grinst. Maschinengewehr? Ich bin Koch, ich hatte noch nie ein Maschinengewehr in der Hand. Ja, ich habe nur einen Stock. Hält ihr Gewehr hoch. Das ist ein Fedorov-Automat, 25 Schuss, schießt wie ein Maschinengewehr. Ist mühsam nachzuladen, aber ich habe ein paar Magazine. Schultert es wieder. Und das ist der Zar. Ich denke, was mich interessiert, ist ein Dörrautomat. Ich gucke es mir sehr eindringlich an. Auf die Frau anzustarren, Happel. Ich starre nicht auf die Frau. Das er starrt auf das Gewehr. Flirtet für den Fall, dass es in seine Tasche fällt. Wenn, dann lasse ich es im Mantel von Svartov verschwinden. Vielleicht grinst sie mit leeren Händen. Nicht wieder.
Das ist das Problem dabei. Aber ich habe sowieso, darum kümmern wir uns später, kümmern wir uns jetzt um den Generator. Ihr habt das schon gesagt, wir können uns an ihrer Waffenkammer bedienen, wenn alles gut läuft. Deswegen. Ja, schließlich kommt ihr in eine Kammer. Es ist tief unter der Erde hier unten. Es ist kalt wie in einem Eiskeller. Das ist der Ort, an dem der Generator steht. Ihr hört ein dumpfes Rumpeln, ominös, wie das Getriebe einer alten Mühle oder sowas. So ein hölzernes Kaklong, 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 Kaklong. Aber sehr, sehr, sehr entfernt durch die Wände. Und Rauschen, das Rauschen von Wasser. Gibt's das ist jetzt Mühle? Der tiefste Ort, den ich kenne in der Burg. Der Generator ist dort im Nebenraum. Ja, sie macht ihre Lampe an, also die Taschenlampe, und geht dann durch die Tür. Und dort, ja, dort steht ein Generator, der verbunden ist mit einer Übertragung auf eine alte Holzwelle. Also so ein hölzernes Rad, wo hölzerne Stifte rausragen, die dann wieder übertragen gegen andere hölzerne Stifte. Nur die Apparatur steht still. Das Rumpeln der Kaklong, Kaklong, das ihr hört, kommt nicht von hier. Hm. Der Generator steht auf Holzbohlen, um ihn vom Boden fernzuhalten, denn überall sind Pfützen von Wasser. Woher das Wasser kommt, ist schwer zu sagen. Es kommt nicht von der Decke, denn alles hier scheint sonst trocken zu sein. Nur eine einzige Öffnung ist möglich, und zwar ein gut anderthalb Meter breites Loch in einer Wandschräge. Anderthalb Meter breit, etwa eine Armeslänge hoch und mit schweren schmiedeeisernen rostigen Gittern verschlossen, die ins Mauerwerk eingemörtelt sind. Hätte uns auf dem Weg nach unten hätte sich jemand da verstecken können, ohne dass wir ihn gesehen hätten? Ja, bei einer der zahlreichen Abzweigungen entlang anderer Tunnel und Gänge. Verdammt. Nice. Mir fällt dies gerade ein. Ja. Und, du riechst irgendwas, ne? Und dadurch, ich checke einmal ganz kurz da, dieses große Ding, aber da ist ja anscheinend kein Durchkommen. Ja. Und sage einfach nur Bescheid, ich überprüfe mal die Höhlen. Du gehst ein Stück zurück. Brauchst du Unterstützung? Ich schätze mal. Lass ihn die Höhlen prüfen, da ist nichts, was er stehlen kann. Golan, nimm Otto mit. Fein. Bekommst du das Gitter mit deiner Faust auf? Also sie leuchtet zu dem Gitter. Hier hinter dem Gitter fließt eigentlich das Wasser. Aber wie ihr seht, also sie dreht die Lampe, leuchtet da rein. Ihr könnt also so einen Schacht sehen, der ist nass und mit Kalk überzogen. Aber es fließt kein Wasser. Ihr hört aber trotzdem Wasser rauschen. Was sind das hier für Echos? Ich höre doch, wie sich das Rad bewegt. Ich höre doch, wie dieser Fluss sich da bewegt. Ja, aber es ist nicht das Rad hier im Fluss. Was ist es dann? Wo kommt denn das her? Ich weiß es auch nicht. Happel. Ihr beide geht gerade zurück. Ja, ich werfe. Kann mal einer durch das Gitter leuchten? Das hat sie doch gerade. Ja, Svetlana leuchtet mit der Lampe durch das Gitter. Man kann ja nur so ein Stück um die Ecken rumgucken. Das Rauschen scheint tatsächlich aus diesem Schacht zu kommen, aber weiter weg. Als wenn da noch ein zweiter Kanal ist, durch den es jetzt fließt. Was machst du? Es ist ja ein fantastisches 700-Meter-Seil. Deswegen lasse ich das einmal da, binde das an und gehe mit dem Seil erstmal los. Smart. Damit ihr euch nicht verlauft. Genau. Ja. Sehr smart. Ja. Hätte ich auch. Ansonsten hätte ich gesagt, nimm die Kordel. Lad mal meine Pistole durch, weil er scheint irgendwie zu glauben, dass das ist. Deine Pistole durch? Ja, die habe ich ja schon durchgeladen. Also ja, ihr schaut also durch das Gitter, du schaust dir den Generator an? Okay. Ja, aber ich bin auch abgelenkt von dieser Höhle. Ich bin bei Sophia und leuchte ihr. Ja, also bei diesem Generator weißt du jetzt ja gar nicht, was du machen sollst. Der läuft ja nicht, die Welle dreht nicht. Da kann der Generator machen, was er will. Da produziert er natürlich keinen Strom. Soweit der Generator ist, ist da nichts merkwürdig dran. Der sieht in Ordnung aus. Ich glaube, es ist das Wasser. Ach, die Verbindung ist noch gut. Also ich verstehe es nicht. Ah. Ich weiß nicht, wo das Wasser hinfließt. Ist. Es ist nicht, dass wir das irgendwie lenken könnten oder sowas. Ich finde, wir sollten in den Schacht reingehen. Checken, wo das Wasser ist. Seid ihr wahnsinnig? In das glitschige Ding? Naja, wie kommen wir durch das Gitter? Wir haben die Faust vom Gardasee und ein Brecheisen. Das ist überhaupt kein Problem. Was ist die Faust vom Gardasee? Hast du noch nie von Gorlami, der Faust vom Gardasee, gehört? Die sind wirklich rückständig. Das sagen einige Leute. Das ist die Faust vom Gardasee. Da müssen wir noch was ändern. Ja. Dann hoffe ich in Ephenias Interesse, dass er auch ein guter Küsser ist und nicht nur die Faust.
Na bitte, versuch dein Werkmuskelmann. Ein Gentleman genießt und schweigt. Ich glaube, sie hat das mit der Faust falsch verstanden. Ja, Efenia hat das mit der Faust schon. Ja, was macht Svatopluk da jetzt eigentlich? Der ist ja, ich, ist ja so ein bisschen nutzlos, ne? Ne, ich war bei Sophia und hab gerichtet, dass er. Genau, aber ich. Du lehnst dich wahrscheinlich so ein bisschen an die Wand. Ja. Ich finde, wir sollten da rein. Svatopluk ist ja immer ein bisschen lässiger. Ja, Svatopluk ist so ganz lässiger. Ja, ich bin ja auch ein ruhigerer, eher so. Du lehnst da schleuchtig. Ich warte mal, ja. Die Wand vibriert leicht. Also ganz leicht. Also du spürst Vibrationen, die von der Wand übertragen. Ich horch mal mit dem Ohr dran. Aha. Ha. Ja. Ein Becher oder sowas würde helfen, besser zu lauschen. Was für eine Feldflasche dabei? Ich habe eine Feldflasche dabei, hast tatsächlich. Hast du den Becher von deiner Feldflasche ja dabei? Ja, das war ja oben drauf. Praktisch. Ja, dann würde ich mit dem Becher mal... Also Svatopluk geht mit seiner Lampe und plötzlich hat er seinen Becher und lauscht die Wand ab. Er macht halt Svatokram. Die Wand vibriert, ich höre irgendwas. Was hörst du denn? Hörst du das Wasser? Ich glaube, ja. Diese Gitter übrigens, Golami, das würde eine ziemliche Ackerei werden, die daraus zu brechen. Also selbst mit der Brechstange und aller Muskelkraft... Und das Problem wäre vor allen Dingen, wenn du diese Wand zu sehr beschädigst und das Wasser wieder fließen würde, fließt es am Ende in den Generatorraum und auch zu nichts zu gebrauchen. Also sagen wir es mal so, meine Erfahrung, was solche Kellerräume angeht und was einfach so Schmugglerverstecke angeht, ja, und was so kleine Geheimräume und Geheimkammern angeht, veranlasst mich dazu, mit der Brechstange, ja, die Wände abzulaufen und wie so eine, also quasi ich laufe die Wände ab und während ich das tue, mache ich mit der Brechstange immer so dass ich über den Radius immer so ganz, kennst du das, wenn man was so fein über eine raue Oberfläche, ja, zieht, das ist so klack, 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 und dabei bewege ich sie immer so hoch und runter, um so einen Radius hoch. Ich sehe, was du machst. Und höre halt, bin ich nur gekommen, weil Svato angefangen hat, die Wand abzuräuchen und höre halt, ob ich irgendwelche Hohlräume, Gennaro das macht, hörst du, die Wand sich merkwürdig anhört, als er die eine Stelle überstreicht. Gennaro! Da scheint ein Hohlraum zu sein. Genau da, mach das bitte nochmal. Seh! Klonk, 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 das klonk. Klingt wie ein Hohlraum. Ah. Vielleicht solltest du da mal ein bisschen stärker gegenschlagen. Ja. Wie heißt unsere Führerin? Svetlana. Ja. Svetlana? Svetlana. Mit I. Fein, nenn mich Svetlana, wenn du willst. Das ist der gleiche Name auf Russisch. Sie leuchtet. Was hat sie gesagt mit I? Svetlana. Svit. Svit. S-V-I. Svit. Svetlana! Ja? Besteht die Gefahr, dass Wasser hinter den Wänden ist? Nein, warum? Ich nehme die Brechstange und hau genau an die Stelle, wo es hieß, da ist ein Hohlraum, einfach volle Hämme rein. Ja, also... Ja. Schlägt das die Brechstange. Ich schön so, zack. Spitz, also einmal schön in den Mörtel. Dann schön auch krr, direkt ein bisschen rumwürgen. Ja. Dahinter halt ist gewaltig und du hast einen kurzen Tinnitus im Ohr. Das ist jetzt der Zeitpunkt aufzuhören, das Ohr an die Wand zu halten. Gennaro, warum warnst du mich nicht vor? Entschuldigung, Scusi. Habt ihr jetzt den Hohlraum gefunden? Ja, Gennaro, du musst deinen Freund warnen, wenn du sowas tust. Ja, Svetlani mit I. Als nächstes. Fein, hören wir damit auf. Du kannst mich jetzt Svetlana nennen und dann ist alles gut. Svetlana, ansonsten haben wir alle unverständliche Namen, wenn wir wieder oben ankommen. Sollen wir nicht noch auf den Hoppel warten? Der gehört aus der Schlucht. Wo ist der denn jetzt? Also, ich finde, die sind schon ganz schön lange weg. Die Wände hier sind ja alle aus Bögen gezogen. Also du hast immer Säulen und Bögen und die Zwischenräume sind natürlich vermauert. Mhm. Man kann natürlich nie sagen, ob sich dahinter Fels befindet und es halt einfach nur die Wand ist oder ein Hohlraum. Ihr habt jetzt einen Hohlraum gefunden und mit einigen Schlägen gegen den Putz kriegst du das Brecheisen schließlich dazwischen. Und als du so ein bisschen ruckelst, merkst du, die ganze Wand bewegt sich ganz leicht. Ui. Und du hast die Vermutung, dass mit einem kräftigen Stoß deiner Schulter vermutlich die Wand zum Einsturz bringen könntest. Svato! Ich sehe das so ein bisschen aus dem Augenwinkel und mach drei Schritte zurück und sag auch jedem, der an der Nähe dieser Wand steht, er sollte drei Schritte zurück machen. Svato, nicht zurück! Svato, komm her! Ja. Auf drei! Was? Auf drei? Werfe ich dich gegen die Wand? Spaß beiseite. Rammen wir die Wand ein. Okay. Okay. Männer. Womit? Mit unserer Schulter. Oh, okay. Svato, tu nicht so, als hättest du noch nie eine Tür aufgebrochen. Svetlana geht derweil zu Sophia und sagt leise: Sie sind nicht besonders klug, aber sie sind tüchtig, oder? Ja, tüchtig sind sie. Eins! Definitiv. Und warte!
auf drei Rammen will oder eins, zwei, drei rammen? Brauchst du die Zeit, um dich vorzubereiten? Nein, aber ich möchte, dass wir gleichzeitig rammen. Also möchtest du eins, zwei, drei, hä? Oder möchtest du eins, zwei, rammen, hä? Auf drei? Ja, das. Svetlana. Okay, kurz und schmerzlos. Du bist sehr alt für diesen Scheiß. Eins, zwei, drei. Du rennst alleine gegen die Wand. Und ich aber kurz darauf. Ja. Also auch so, Punkt, Punkt. Ja, sehr gut. Ja, also, Svartoblok rammt gegen die Wand. Allein die Wand zittert. Nur leicht kurz darauf kommt Gennaro nach. Die Wand gibt nach, bricht halb ein und du fällst fast durch. Ja. Kannst dich gerade noch stoppen, vor allem, weil es von oben Steine runterfallen. Ja. Und Tatsache, dahinter ist ein Raum. Ihr spürt sofort auch einen Luftzug an euch vorbeiziehen in den Raum rein. Happel und Breuer. Gennaro, hast du gesehen? Ich habe die Wand eingerammt. Happel und Breuer, ein Stück, sie hat die Treppe hoch und habt ein paar Abzweigungen geprüft. Ihr habt keine Spuren gefunden, auch keine Staub. Fußspuren im Staub oder Dreck. Und plötzlich hört ihr von unten Steine poltern und rumpeln. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Das ist eure Entscheidung. Könnt ihr aber weitergehen. Ihr müsst nicht zurückgehen. Ich sag nur, was ihr hört. Was machen die da unten? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir gucken gehen, bevor sie die ganze Höhle zum Einsturz bringen? Denkst du, hier ist irgendwas? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Aber besser sicher, als am Ende überrascht zu werden, ha? Huh? Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück. Ich nehme an, Happel ist ein bisschen schneller als ich. Weil ich schlurfe ein bisschen mehr als er. Ich sammle das Seil wieder ein. Dann ist Happel langsamer als du und du kommst zuerst. Okay. Happel sammelt das Seil ein. Und ja, ihr habt die Wand durchbrochen und dahinter ist ein weiterer Raum. Moment, ich habe die Wand durchbrochen. Ja, okay, ja, du hast die Wand durchbrochen, ganz allein. Glaube ich. Was? Ihr habt die Wand durchbrochen. Das sollte dir einen Orden verleihen. Ihr staubt hier ganz schön rum. Svetlana schiebt sich zwischen euch durch und steigt als Erste durch. Nicht, dass ihr jetzt auch noch mal bis 10 zählen müsst, bis einer reingeht. Leuchtet. Hat ihr gerade eine Wand eingebrochen? Was ist hier los? Nicht wir, ich. Svartoblok hat eine Wand eingebrochen. Das ist in Ordnung, ich habe es erlaubt. Warum? Was? Gennaro war zu spät. Hier ist ein weiterer Raum und ein Gang. Ha. Und hilft der weitere Raum dem Generator? Das ist ja verrückt. Das scheint von der anderen Seite aus zugemauert worden zu sein. Ja. Ha. Sie leuchtet euch entgegen, leuchtet auch an der Wand herum. Die ganze Wand hier ist nachträglich eingezogen worden. Das war mal ein größerer Raum. Wer hat die ganzen Steine hier runtergeschleppt? Das ist eine Burg in einem Berg. An Steinen hat es hier noch nie gemangelt. Ach, das macht Sinn. Und im Zweifelsfall Arbeiter. Ich gehe mal zu Sophia und tipp sie an. Irgendwelche Merkwürdigkeiten? Irgendwas? Spürst du was? Ihr seid lustig. Ich kann ein bisschen mit dem Tisch ruckeln. Es riecht irgendwie verbrannt hier. Aber wenn ihr mal ernst seid, dann hört ihr das doch auch, oder nicht? Ich höre das Rumpeln, ja. Ja. Danke. Wo kommt es her? Irgendwo von weiter vorn. Es ist jedenfalls lauter in diesem Raum als zuvor. Wir möchten das Wasser befreien, damit der Generator wieder läuft. Wir sollten dem Geräusch folgen. Ja. Wir möchten wir das Wasser irgendwas befreien? Irgendwas muss das Wasser umgelenkt haben. Und jetzt läuft hier irgendwie eine Maschine. Das gefällt mir nicht. Ist irgendwas irgendeine auf dem Boden? Maschine. Ist irgendwo mehr Wand oder das irritieren ist doch eher, was lenkt ihr Wasser um? Lass uns doch mal geradeaus gehen. Weil ihr seid sicher, dass ihr in der Gruft keinen komischen versteckten Hebel gedrückt habt oder sowas? Nichts dergleichen. Aber die eine Gruft Wasser ist doch ganz woanders. Eine Maschine? Ist das eine Mühle? Ja, das wäre die einfachste Technologie der Welt. Moment. Jede Mühle hat sowas. Moment. Die Behauptung, dass wir schuld sind, die ist ja behauptet. Vielleicht sind wir gar nicht schuld. Außer es ist eine wasserumleitende Maschine, deren Aufgabe es ist, Wasser umzulenken mit der Kraft von Wasser. Jetzt hört doch mal Wasser braucht, um die wasserumlenkende Maschine und die Wasserumleitung zu benutzen. Wir wissen doch schon längst, dass wir nicht schuld sind. Ja, das heißt, irgendwas anderes hat es ausgelöst. Für mich ist das noch nicht bewiesen. Ja, wie soll eine... Otto, Taschenlampe? Otto, was wolltest du sagen? Kerze. Wie soll eine brennende Holzplatte Maschinen anwerfen und Wasser umleiten? Das erklär mir mal einer. Also ist es doch was anderes. Naja, gewesen. Es hätte ja sein können, dass jemand von euch einen Wandleuchter gegriffen hat. Können wir vielleicht einfach gucken gehen? Der Punkt, Svetlana. Dio mio. Wenn ich machen will, ist. Wahrscheinlich ist etwas Drittes passiert, was beides bewirkt hat. Nun, was auch immer es ist, wir brauchen unseren Strom zurück. Ja, sie geht los und lass uns schnell hinterher gehen. Raum. Ich steck meine Pistole wieder weg. Weil hier ist garantiert kein Spion. Geht einen Tunnel entlang, der dort weiterführt. Und Happel, ja. Du bist ja der Scharfsinnigste in dieser Gruppe. Ja. Yeah. Zumindest was die Sinnesschärfe angeht. Ja. Yeah. Dir fällt sofort etwas auf. Was? Die Wand zur Rechten. Dieses Raumes. Ja. Hat die gleiche Steinfarbe und die gleiche Bogenzahl wie die Rückwand der Grabkapelle mit der Kreuzalkove. Ui. Okay. Das heißt, mir fällt auf und ich denke, das ist die Rückwand zur Grabkapelle. Scharf geschlossen.
Ja. Und das sage ich. Ach, bitte nicht schon wieder da zur Grabkapelle. Nee, ist ja wir müssen auch nicht dahin. Ich sage nur, das ist sie. Svitlana, kann das sein? Was? Ist das die Rückwand zu der Grabkapelle? Von der Höhe her kann das sein. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, ist möglich. Gennaro. Was ist das für ein Wer von euch hat rausgefunden, von welcher Seite das vermörtelt wurde? Svitlana. Ja, ich hab das gesagt. Das kann man hier sehen. Das ist von innen zugemauert worden. Hier auch? Ja, hier auch. Schau, das kannst du sehen, wie der Mörtel verputzt ist. Wer mauert Sachen von innen zu? Das heißt, jemand, es muss einen anderen Ausgang geben. Jemand, der nicht mehr raus will? Oder das ist der Wahnsinn. Nein, jemand, der sich davor schützen will. Das heißt, es gibt einen anderen Zugang. Das heißt, die Geschichte von den alten Tunneln ist wahr und es gibt irgendwo einen Ausgang. Und wir haben oder jemand hat sich hier eingesperrt zusammen mit etwas, was nicht befreit werden soll. Aber vorher hat er mehrere Monate mit Arbeit. Mein Tag wird besser und besser. Mann, verbracht. Sie geht voran. Hör nicht auf die. Ich denke, wir sollten nicht zu tief schürfen. Die haben nicht studiert. Fein, vielleicht sollte jemand anderes vorgehen. Jemand, der sich gerade männlicher und gruselgeschichtiger fühlt. Oh, ich habe mal etwas gelesen von einem Engländer namens... Das klingt doch nach Happel. Vorgehen klingt doch nach einem Happel. Ich gehe vor. Mit erst meiner Tasche über Happel und deinem Kopfkissen gefunden. Erst hast du mir von diesem komischen Tentakelmann erzählt. Na fein, immerhin. Sinclair. Er erzählt nicht nur Gruselgeschichten, wenigstens ist er mutig genug, danach die Führung zu übernehmen. Ja. Ist ja auch unser Der Happel geht immer vor. Wenn ihr übrigens gegangen seid, muss ich weiter auf dieser Burg wohnen. Ich hoffe, das ist euch klar. Also erzählt keine weiteren Horrorgeschichten. Hey, Svitlana, wir versuchen gerade deinen Strom wiederherzustellen. Und einen Drachen zu befreien. Und er ist weg, ohne dass wir was dafür können. Wer Drachen befreien? Eine Flasche Quass. Wenn es jemals einen Drachen gegeben hätte, dann hätte Sigurd ihn erschlagen. Man hat ihn schließlich nicht umsonst den Drachentöter genannt. Ich glaube, wenn es einen Drachen gab, dann ist er tot. Die alte Dame hat mir erzählt, dass er Drachenblut benutzt hat, um hier irgendwas zu verzaubern. Ha. Aha. Was? Ja, aber das ist ja auf der anderen aber Seite der Kappe. Was ist mit den Drachenbabys? Ja, Happel. Bitte aufhören. Sinnlose Geschichte. Über Drachenbabys spekulierend, gehst du voran? Ja, ja. Achso, das ist ja nicht süß. Das mache ich übrigens die ganze Zeit. Also tatsächlich, während ich rede, bleibe ich nicht stehen. Ja. Nein. Der Gang einerseits lacht dich der Breuer aus, wenn es um deine Religion geht. Und jetzt diskutiert er mit und hört sich das an, wie Happel über Drachen redet. Das stimmt. Happel hört nicht auf mich. Ja. Ach, dann höre ich folgst nicht dem, mehr folgst dem Gang. Ja. Und zwei Abzweigungen rechts und links führen in leere kleine Räume. In dem einen steht ein umgekipptes Fass mit eingeschlagenem Deckel. In einem anderen siehst du nur ein paar Rattenskelette und altes, vermodertes Stroh. Aber dann kommst du plötzlich in einen größeren Raum. Um nicht zu sagen, in eine regelrechte Halle. Ja. Und in dieser Halle fällt dein Licht als erstes auf einen Wagen. Also einen hölzernen Karren, so einen großen, hölzernen, zweiachsigen, vierrädrigen Karren mit hochgestellter Zugachse. Und ein Pferdejoch lehnt da an der Wand. Eine riesengroße Wendelrampe führt in die Höhe hinauf an der einen Wand. Okay. Eine sogenannte Pferdetreppe. Ja. Pferde in Zeughäusern werden über so eine großen Wendeltreppen hinaufgebracht. Das ist so eine schräge Rampe in der Mitte. Und außen ist eine Stufentreppe für den, der das Pferd führt. Die führt jedenfalls hinauf. Hier ist eine Pferdetreppe. So, wir haben die das ganze Zeug hier runtergekriegt. Svitlana, was haben die hier gebaut? Weitere Tunnel führen in verschiedene Richtungen. Und zur Rechten ist ein großes Tor, das mit einem Balken verschlossen ist. Das Tor ist groß genug, dass man einen Pferdekarren reiten, also auf dem Pferd sitzen, auf dem Bock sitzen, da durchfahren könnte. Und es ist so ein riesiges Tor mit schweren Ringen dran zum Aufziehen und einem Sperrbalken. Groß genug für einen Drachen. Ja. Hören wir das Geräusch, dem wir folgen, da raus? Dahinter? Das Rumpeln hört ihr, es kommt nicht von dieser Tür, es kommt aus einem der anderen Gänge. Hm. Karren? Was zum Henker? Was hat man versucht hier zu bauen? Ein Karren? Ja, stimmt das doch mit den Drachenbabys? Geht zu diesem Karren. Ja. Vorher genehmige ich mir noch einen aus dem Flachmann. Ja, aus dem winzigen, dezenten Flachmann. Reich in eine Svato weiter, damit er auch einen hat. Ich muss übrigens ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich dann schon fast ein Flachmann, der ein 6-Punkte-Opfer wert gewesen wäre. Wie lange kriegst du? Muss ich mir übrigens Sorgen machen um den Alkoholverbrauch hier, wenn ich allein die Größe des Flachmanns sehe? Nein. Kauft ihr in der Metro diese Wodkaflaschen, die in dieser Größe daherkommen? Die Magnumgröße, ja.
Genau. Irgendwann muss ich mir mal so ein Ding zulegen, damit jeder was zu reden hat, wenn er in meinem Wohnzimmer sitzt. Das stimmt. Und denkt, ich bin ein Säufer. Was ihr euch zulegen könnt, ist unsere Abenteuerbox, Freunde, auf shop.drfreud.de. Ja, ja. Also damit unterstützt ihr das Projekt. So ist es. Und könnt auch selber spielen. Das gesamte Abenteuer und noch mehr. Mit insgesamt 17 Charakteren. Gut. Brennt deine Geschmacksnerven weg. Du guckst dir die Kutsche an, ne? Ja. Guck mir die Kutsche an. Der ganze Karren ist beladen. Mit großen Glaskorbflaschen. Also kennt ihr diese Korbflaschen, die also unten dein geflochtenes Wein. Korbwerk sind, ja. Und oben ist so eine riesige Henkelflasche, ja. Mit so einer großen Öffnung oben drin, mit Korken drin. Die sind allerdings alle leer. Mit Stroh gepolstert, total moderig und morsch. Hier unten ist alles staubtrocken. Ha. Ich mach mal eine dieser Flaschen auf. Oh. Ja. Logisch. Ja. Ein ganz fürchterlicher Gestank schlägt dir wie eine Faust ins Gesicht. So. Baff. Ja. Ja? Essig? Nee, schlimmer. Oh. Du hast diesen Geruch schon mal gerochen. Genau diesen Geruch. Und zwar, als du deinen Vater zu Grab getragen hast. So hat es gerochen beim Balsamierer in der Leichenhalle. Okay, Balsamierflüssigkeit. Formaldehyd? Oder was ist das dann? Gennaro, die Richtung, aus der das Rumpeln und Poltern kommt, ist ein weiterer Gang, der wegführt. Auch ziemlich groß, also so, dass man problemlos zu dritt Schulter an Schulter da durchlaufen kann. Und der Gang führt in einer Verbreiterung des Raumes, also wie eine Kammer, und endet vor einer riesengroßen, kreisrunden Steinplatte. Wie eine 3 Meter durchmessende steinerne Tür, die man den Spuren zufolge wohl zur Seite rollen kann. Eisenringe sind dort eingeschlagen, einmal kreisherum, sodass man sie an verschiedenen Stellen des Wälzens packen kann. Das Ding sieht bestialisch schwer aus. Du hast ja eine sehr realistische Einschätzung deiner Muskelkräfte. Ganz besonders, seit du sie in Kürze noch mal völlig ungebändigt geprüft hast, um russischen Offizieren das Gesicht zu Pulpe zu schlagen. Deine drei Brüder wären nicht imstande, diese Steinplatte einfach so zur Seite zu schaffen. Auch nicht ich und Zwarto, der mit der Eisenstange von unten mithebelt. Nein. Also wenn ich sage, du und deine drei Brüder, also die stärksten der Gorlamis. Nein. Wie viele Geschwister gibt's bei den Gorlamis? Jede Menge. So viel man niemand, braucht. Niemand weiß es. Eigentlich sind wir zu fünft und bei zweien ist man sich nicht sicher, ob es weitere Brüder oder Schwestern sind. Ja. Ich mach noch zwei, drei. Man kennt das ja bei den Italienern. Ab einem gewissen Alter kriegen sie alle einen Schnauzbart. Ich mach noch zwei, drei weitere von diesen Flaschen auf. Ist and that's alles fact. Balsamierflüssigkeit? Nein. In einer Flasche riecht es mehr wie Lampenöl, wie Kerosin oder... Das andere ist irgendwas Traniges, faulig riechendes, unterschiedliche Sachen auf jeden Fall. Ganz merkwürdig. Ja. Ich rieche, Platz. Meine Kochnase meldet sich plötzlich. Ich denke mir. Bah! Das riecht wie diese verrotteten Tomaten! Nicht nur, das ist alles Mögliche. Ich hab hier Lampenöl. Mach das wieder zu! Ich hab hier Balsamierflüssigkeit. Das ist das Merkwürdigste. Der Platz, der links von dieser Steinwalze. Ist. Dort ist eine Ausstülpung des Raums, die wie ein völlig sinnloses, totes Ende wirkt. Ich lehne mich da an. Dort? Nein, Moment. Du kannst dort die typischen Abnutzungsspuren am Boden sehen. Ja. Die beschlagene Huftiere, namentlich Pferde, Maultiere oder Esel hinterlassen, wenn sie Lasten ziehen. Du hast das bei Grubeneseln schon mal gesehen, als du deinen zweiten Esel von einem Bergwerk gekauft hast. Da werden die Viecher nämlich ganz grässlich zunichte geschunden. Ja, ja. Esel hast du ja auch aus einem ähnlichen Joch befreit. Ich erinnere mich ganz lebhaft an Spartacus. Ja. Das ist, wofür das da ist. Also die haben diese Steinplatte scheinbar mit Pferden, Maultieren oder Eseln bewegt. Was einiges auf das Gewicht der Platte hindeutet. Also diese Platte wurde mit Pferden, Eseln bewegt. Ich weiß nicht, wie viel es brauchen würde, um so ein Teil zu bewegen, aber ich meine... Pferdesel nennen wir Maultiere. Danke, Svetlana. Mit Grubeneseln? Was zum Geier ist das hier? Wir könnten versuchen, unsere 4 Esel zu holen und... Habt ihr sowas schon mal gesehen? ...das Teil zu bewegen. Ich meine, es gibt hier immerhin eine Maultiertreppe. Dann müsste man schauen, Esel. Wo die Pferdetreppe hinführt. Die müsste zu den alten Stallungen führen. Ein Teil davon ist eingestürzt. Ich finde, wir sollten nachgucken. Die alten Stallungen in der Nähe der neuen Stallungen? Okay, das sind dann die Stallungen. Oh, aber die Esel sind ja auch in den alten Stallungen.
Kannst du nicht nach Osel rufen? Ein Teil des Stalls ist eingestürzt. Vielleicht ist dort die Eseltreppe. Dann müssten wir sie freilegen. Wir schauen mal kurz, wo die alten Stallungen sind. Aha. Warte, wir hatten noch eine Detailzeichnung. Ja, da. Ja, da rechts. Ah, bei der 3. Da kannst du ja sehen, die Gebäude sind arg lediert. Ja. Du hast natürlich den Teil der Gebäude nicht betreten, wo die Decke halb runterkommt. Ja, ja. Das könnte durchaus sein, dass da diese Pferdetreppe ist. Du warst ja nur im gebrauchten, also benutzten Teil. Das heißt übrigens nicht, dass man da jetzt irgendwie das ganze Gebäude abreißen muss, sondern um an diese Treppe ranzukommen. Du bist halt nur nicht da gewesen. Ja, okay. Also ich komme von hier aus auf jeden Fall nicht ran. Naja, du kannst ja einfach mal die Treppe hochgehen, gucken. Klar. Nimm das Seil mit. Ja, ich mach den das. Den Happel, der kann gut alles. Ja, dann schnapp ich mir Happel und gehe mal mit dem Seil da oben schauen. Ihr macht euch an den Aufstieg, um zu sehen, ob es einen Weg gibt, der tatsächlich nach oben führt. Ich mache alle diese Flaschen auf. Warte, bevor du gehst. Ja. Kennt sich irgendjemand von euch mit Statik aus? Ha? Warte, ich gucke kurz. Kann Sachen sprengen? Nein. Was willst du wissen? Was Statik? Du meinst, wenn man Wolle reibt und dann einen Schlag kriegt? Nein. Wenn Sachen nicht zusammenfallen. Um ehrlich zu sein, finde ich das langsam unheimlich. Fachwerk und so. Was ist denn für eine Maschine hier unten? Das würde ich gerne wissen, deswegen würde ich gerne diese Tür öffnen, aber meine Idee beinhaltet Granaten. Wir haben nicht genug Granaten. Unsere Idee beinhaltet Esel. Lass uns Esel suchen. Hier geht schon mal die Treppe rauf und wir gucken uns um. Gorlami. Ich tippe mir schon mal den Mantel ab, weil er Granaten gesagt hat. Ich gucke mir diese ganzen Flaschen an, ich finde das merkwürdig. Gut. Also, ihr beide holt... Halt dir die Nase zu. Vielleicht Esel? Keine Granaten? Noch nicht. Vergiss Granaten. Wir haben nicht genug Sprengstoff. Noch nicht. Niemals, um das da aufzukriegen. Vergiss Granaten niemals. Das bricht doch dann nicht alles zusammen. Ein Teil davon sind Höhlen. Deswegen würde ich dir niemals sprechen. Ja, ich würde dir niemals sprengen. Das ist Breuer, hast du neuerdings studiert, oder was? Ja, ich habe Ahnung von Sprengstoff. Dio mio. Was? Wir gucken uns einfach noch ein bisschen um. Es gibt Argumente für die Strafkompanie. Svetlana geht etwas näher zu Gorlami. Sie? Du hast eine Taschenlampe, ne? Ja, ich habe eine Taschenlampe. Kannst dich doch mit Maschinen aus, die Lampe oder? Wieder an. Ja. Svetlana, kannst du mir kurz folgen zu der Tür mit dem großen Stein? Balken? Oh, das, ja. Ich würde gerne versuchen, mir gefällt nicht, was euer Melder gesagt hat mit dem Drachen. Ach, der hat doch nur geredet. Der liest das waren so nur viel, Geschichten hier, sind keine so Drachen. Schund. Ich habe als Kind hier immer gespielt, auf der Burg, aber ich hatte keine Ahnung, dass das hier ist. Hast du damals was von Drachen gesehen? Machen sie alle auf. Ja. Eine Nacht. Warte, kommst du? Man hört seine kleinen hutzeligen Schritte immer noch die Treppe hochlaufen. Man denkt sich nur, er ist halt Meldeläufer und nicht Meldeschleicher. Ne? Ja. Happel der Trappel. Ja, ihr geht zu dem Tor mit dem Balken. Ja, ich will mir nur den Balken tatsächlich anschauen und gucken, wie, ob da ein Mechanismus erkennbar ist, ob man den rausheben könnte. Ja, den kann man einfach hochheben. Gut, tue ich. Ja, du hebst den Balken hoch. Svetlana legt ihre Lampe auf den Boden, dass sie darauf gerichtet bleibt, nimmt ihr Fedorov-Automat, lädt das durch, legt an und zielt auf die Tür. Mhm. Also auf das Portal. Du hebst den Balken hoch, stellst ihn zur Seite und öffnest das Tor. Ja. Ziehen oder drücken? Ziehen. Nein, Moment. Ich muss kurz überlegen. Ja, doch, das Tor geht nach hinten auf. Ziehen. Scharnier zu dir. Ja. Gut, auf gut Deutsch, ich ziehe. Ja, du greifst einen dieser schweren Eisenringe und du ziehst daran. Ja, ja, ihr hört, also alle, die in Hörreichweite sind, hören ein Quietschen und Knarren und Rumpeln. Dieses Tor öffnet sich ein Stück und sofort bläst dir die kalte Luft aus den Tunneln in den Nacken, als sie an dir vorbeizieht, durch dieses Tor. Du kriegst es also weit genug auf und du kannst nur vom Klang schon, vom Hall hören, dass ein großer Raum dahinter sein muss. Svetlana rückt ein Stück vor mit dem Gewehr. Spät nimmt das Gewehr runter, hebt ihre Lampe auf, kommt durch, leuchtet rein. Und was du siehst im Licht der Lampe hinter dem Tor ist eine Höhle, eine riesige Höhle mit Tropfsteinen, Stalaktiten, die von der Decke hängen, Stalagmiten, die aus der Tiefe aufragen, eine Brücke, die über einen Abgrund führt, tiefer in die Höhlen hinein. Zu beiden Seiten des Tors, rechts und links, sind brusthohe Mauern mit Schießscharten, die in Richtung dieser Brücke gerichtet sind. Und dort siehst du, an der Wand lehnend, mehrere uralte Musketen und eine gewaltige Windenarmbrust lehnen, die da staubig und moderig bereitstehen. Ein Tor in der Tiefe des Berges, vorbereitet, dass man es verteidigen kann gegen Angreifer aus den Höhlen.
Das sieht unbewohnt aus und ich höre kein Rumpeln. Das Rumpeln kommt von woanders. Aber ich glaube, wir haben den Zugang zu den legendären Tunneln von Skranz gefunden. Und ich denke, das ist, wie Sigurd und seine Männer durch Stein wandeln konnten. Mach das bitte wieder zu. Ich mag nicht, wie der Hall ist. Und ich habe panische Angst vor Fledermäusen. Sie geht rückwärts zurück. Und nicht genug Munition, wenn es welche gibt. Ich spring vom Karren und gehe zu den beiden da. Breuer, hast du irgendwas auf dem Karren gefunden, das brennt? Ja, da brennt einiges. Aber ich will nichts anzünden. Dann ersticken wir. Ja. Was ist das hier? Das sieht aus... Sieht aus wie eine Burg unter der Burg? Es sieht aus nicht nur wie eine Burg unter der Burg, es sieht aus wie eine Befestigungsanlage zur Verteidigung... Von Höhlen. Von Höhlen? Man nennt sowas ein Ausfalltor. Ja, aber üblicherweise ist... Man kann die Burg durch Ausfalltore das Tor verlassen. Kenne ich, aber ich kenne keine Ausfallburgen. Nun, Skransk ist voller Geheimnisse. Und voller Burgen. Ich gehe mal zu diesem... Gorlami, die Hälfte meiner Vorfahren waren verrückt. Hast du gehört, was Lilia euch erzählt hat, wie die meisten von ihnen gestorben sind? Ja. Es gibt nicht einen einzigen relevanten Vorfahren in der Ryurich-Familie, der eines natürlichen Todes gestorben sind. Sie sind entweder gevierteilt worden, verbrannt worden, erschossen worden, erhängt, ihnen wurde der Kopf abgehackt oder die Hände und die Füße oder alles davon in einer Kombination zusammen. Ja, das wundert mich. Hier unten könnte man sich vor der ganzen russischen Armee verteidigen. Ich gebe ehrlich gesagt zu, ich habe gedacht, es liegt daran, dass ihr in Russland seid. Vielleicht ist das unser Fluchtweg, falls die Russen die Burg tatsächlich einnehmen sollten. Das ist in erster Linie beeindruckend. Ja. Wir sollten das Tor trotzdem schließen für den Fall, dass die Russen auch Zugang zu den Höhlen gefunden haben. Schwester Varga. Ja. Irgendwas. Keine Tische, Stimme. Die sich bewegen, keine Vorfahren, die mit ihnen sprechen. Nein. Gorlami guckt sich das noch ein bisschen näher an, ne? Ja. Gehst du auch durch, nehme ich an? Ja, ich hab keine Taschenlampe. Willst du da wirklich reingehen? Also ich wäre schon... Also Svetlana gibt dir ihre Lampe, wenn du sie haben willst. Okay, alles klar, ja. Sie kommen noch nicht mit, weil sie Angst hat vor Fledermäusen, aber... Aber ich halte sie, trotzdem halte ich sie und Breuer an, während ich nur wenige Schritte reinmache. Ja. Einfach in der Hoffnung, etwas zu erhaschen, halte ich auf jeden Fall Breuer an, die Tür bitte aufzuhalten, sodass sie nicht zufallen kann aus Versehen. Diese Tür bewegt sich nicht ohne Muskelkraft. Und ich schaue mich sehr genau um und nehme hier einen Dramapunkt. In der Hoffnung, im Schein der Lampe etwas Spektakuläres oder Nützliches finden zu können. Mhm. Oder etwas einfach nur zu entdecken. Spektakuläres oder Nützliches. Du entdeckst... Gib mir einen Dramapunkt. Also wie du dich umschaust, kannst du oben im Kopfstein des Torbogens über der Tür ein Wappenschild sehen, der dort eingraviert ist in den Stein. Steinernes Wappenschild. Ja. Und auf diesem Schild siehst du diesen merkwürdigen Augenstern als Zeichen. Und darüber steht etwas in Runenschrift eingraviert, in diesen merkwürdigen altmodischen Runen, die ihr auch schon auf den Steinen gesehen habt. Das kannst du natürlich nicht lesen, aber irgendjemand hat nachträglich, man kann es sehen, andere Meißelführung, anderer Stil. Und die Runen sind eingemeißelt und damit roter Farbe ausgemalt. Das andere ist ausgeschwärzt. Kannst du eine Schrift sehen, die sich über den gesamten Bogen spannt. Du kannst zwar kein Russisch, aber du brauchst niemanden, der Russisch kann, um zu wissen, was da steht. Dort steht auf Russisch Festung Skransk. Denn, naja, du kannst einige der Buchstaben kennst, ja, und dann Skransk, okay. Ich hab's tatsächlich irgendwo notiert, was Festung Skransk auf Russisch ist. Mein Russisch ist nämlich zu schlecht. Aber ja, da steht Festung Skransk auf Russisch. Das teile ich auf jeden Fall den anderen mit. Wenn sie interessiert sind, können sie sich das ja auf jeden Fall gerne auch anschauen. Und dann trittst du auf etwas, das wie Popcorn knackt. Also leicht weich. Ja, so crunchig. Ich schau nach unten. Also du schaust nach unten und bewegst deinen Fuß. Ja. Und sieht aus, als wenn du auf irgendein großes Insekt getreten wärst. Also es muss libellengroß oder größer gewesen sein, denn das meiste ist völlig zermalmt unter deinem Fuß. Ja. Du kannst die Flügel noch sehen und das sind große Flügel. Also so eine Flügelspannweite muss es gehabt haben. Ein einzelner Flügel ist so lang und es war schwarz. Babydrachen. Kann keine Fliege gewesen sein, aber irgendwas Fliegenartiges. Widerlich auch. Was hast du da? Ich streiche meinen Fuß. Was? Auf. Was ist da? Fledermauskacke? Ich hasse Fledermäuse. Irgendwas Widerliches
getreten. Ich bin dir hinterhergeschlichen. Wenn es Fledermaus-Scheiße war, reib deinen Schuh ab, bevor du reinkommst. Das ist meine Burg immer noch, gruselig oder nicht? Das ist ein Karren voll mit alten Chemikalien. Das ist Balsamierflüssigkeit. Du machst dir Sorgen um etwas Kacke? Wenn es Fledermauskacke ist, sind da Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Das sieht nicht aus wie Fledermauskacke. Fledermäuse übertragen Krankheiten. Ich wäre da vorsichtig. Ja, aber Guano ist gut für den Abgang. Ich habe schon von Fledermäusen gehört, da hat irgendwas passiert. Ja, ja, gut. Dann war die ganze halbe Welt. Machen wir das Tor zu. Sie lehnt ihr Fedorov-Automat an die Wand, geht zum Tor und beginnt das Tor zuzuschieben. Du kommst besser rein, bevor ich damit fertig bin. Schieb langsam das Tor zu. Ich komme rein. Ja. Und dann ist das Rums, geht das Tor zu. Das heißt doch aber der theoretisch... Balken. Bitte, der Balken. Der Balken. Hey, ja. Sophia. Ja. Hat das Zeichen irgendwas bei dir? Klingelt was? Mir geht's immer noch gut, aber das Auge habe ich natürlich erkannt. Und du hast da auf einer dicken Fliege gestanden. Das war eine Fliege? Ich glaube schon. Breuer, jetzt mal ohne Spaß. Gott sei Dank, sie bekreuzigt sich, keine Fledermaus. Ja. Yeah. Aber wenn jemand Festungskransk dahin geschrieben hat, auf dieses Augenkreuz, dann war das doch alles vorher da. Ja, yeah. Dann war das hier schon eine ganze Weile. Und vor allem haben das heißt, das war vor der Festung da. Mm. Das heißt, es wurde nicht gebaut, sondern... Naja, kommt drauf an. Wenn die Baumeister, die das gebaut haben, sich gedacht haben, wir wollen das in unserem Tor haben. Also klassischerweise ist das Zeichen vom Besitzer. Das Zeichen... Der Burgherrn von Skransk ist das orthodoxe Kreuz in Gold auf Blau. Was? Apropos Blau, wo ist Happel? Die sind da oben, hm? Ja, Happel und Svatopluk, ihr steigt diese Treppe hoch. Es geht ewig hoch, es ist unheimlich kraftraubend, geht ganz schön in die Knie. Oh, ein Läufer schreckt das nicht. Ein Eselsführer denkt sich schon, warum bin ich hier hochgegangen? und dann, als Svatopluk schon das dritte Mal zurückfällt und sich eine Verschnaufpause ausbittet, wo er wieder an seinem Flachmann nippt und irgendwas isst, was er aus einer seiner Taschen geholt hat, hörst du etwas von oben. Es ist Hose! Oh Gott, Lukas vergeht sich an einem Hose! Ja, und erkenn das, das ist Hose. Kurz darauf siehst du Lichtschein. Und keine zwei Windungen später, über euch, ein Holzdach, also Bretter, eine Bretterabdeckung, wild zusammen, also Balken, und da sind Planken gelegt und hier und da sind kleinere Löcher, durch das so ein bisschen Tageslicht reinfällt. Ein Teil des Daches ist wohl darüber zusammengebrochen und überliegen Ziegel herum. Aber der Rest ist Stroh, da kann man durch und das kann man wegräumen. Ja, das tue ich. Ja, du arbeitest dich da durch und ihr macht so ein bisschen Platz. Und ihr stellt direkt fest, ihr seid direkt im Nebenraum zum Eselsstall, wo du die Nacht verbracht hast, glücklich mit deinen zufrieden schlafenden Eseln. Oh, sei vorsichtig beim Wegräumen da in der Ecke, das fasst vielleicht nicht an. Ja, okay. Sofort seht ihr hinter der Ecke, wie Osels Kopf hochguckt, Osel in die völlig falsche Richtung guckt, sein linkes Ohr hochgeht, sein rechtes Ohr runtergeht und Osel... Osel! Ja! Hey. Er hat es verschluckt und verendet endlich. Osel saugt Luft ein und kommt dann angelaufen. Osel! Ja, Osel läuft Svatopluk entgegen und fällt ihm regelrecht um den Hals. Ne? Also er bonkt dich mit der Nase, reibt seine Schnauze an dir. Ist froh, dich wiederzusehen. Ich freue mich, Osel schon den halben zu sehen. Tag wieder nicht gesehen. Ja! Die anderen Esel gucken hinten auf. Welche haben wir denn da jetzt noch zum Beispiel? Wir haben da noch... CVH, Othello und Lazarus. Ja! Othello schaut kurz auf, frisst wieder. CVH schaut auf, dreht den Kopf und geht in eine andere Richtung davon. Und Lazarus trottet hinterher, seinem Leitesel folgend. Sehr schön. Ich freue mich, die Esel zu sehen. Ich zauber ein bisschen was aus den Taschen. Ja. Hier und da so ein paar Kleinigkeiten. Happel, du siehst, wie plötzlich eine frische Karotte in einem Eselsmaul verschwindet und fragst dich, wo zum Teufel er die her hat. Ja, das gibt einen Garten. Wie immer. Die hat er geklaut. Ich frage mich nicht mehr. Ja. Ich frage mich frag nicht. Frag besser mehr. Nicht. Ja. Heißt die Fähigkeit nicht umsonst. Ja, die Esel sind also glücklich und gut behütet. Und hinter den Eseln plötzlich tauchen zwei blonde Zöpfe auf über der Trennwand und Lilia schaut hoch. Ah, wo kommt ihr denn her? Fragt sie auf Tschechisch. Oh Lilia, wir waren gerade unten beim Generator und haben hier diesen Zugang entdeckt. Ich habe den Eseln Wasser gebracht. Oh, das ist nett. Ich weiß, ich habe versprochen, euch noch Wasser zu bringen. Die alte Eselstreppe.
Die kann man noch begehen? Ja, die scheint recht stabil. Meine Brababuschka hat gesagt, dass ich da nicht runter darf, weil das viel zu gefährlich ist, weil alles einstürzen könnte. Und deswegen bin ich nie runtergegangen. Und jetzt seid ihr runtergegangen und habt zuerst gesehen, was ich nicht gesehen habe. Ein Geheimnis von Burgskranz, das ich noch nicht kenne. Du musst mir alles berichten. Sie schwingt sich also über die Trennwand, läuft auf euch zu. Also, du siehst so blablabla, Töpfe wippen und sie ist da und sie redet 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 und sie, Das, der Weihrauch ist da. Bedampfe uns. Ja, Lilia, du... Ich halte sie trotzdem fest. Komm, lass doch Lilia mitgehen. Ich lass doch die... Komm, lass Lilia mitgehen. Weißt du, weil... Was ist denn los? Hat er Angst vor irgendwas? Ich weiß es nicht. Es ist schon knapp gewesen. Ich kann ihm sagen, wo die Latrinen sind. Hat er Hunger? Was ist das eigentlich für ein Orden an seiner Brust? Der sieht toll aus. Was hat er dafür getan? Lilia, hast du schon mal... Lilia, hast du schon mal Esel geführt? Ja. Hast du? Nein. Ja? Ja? Aber ich lerne schnell. Ja? Okay. Lilia, pass auf, wir brauchen vielleicht deine Hilfe. Wir wollen die 4 Esel nach unten bringen. Ja, ich helfe gern. Ja, ich zeig dir, wie das geht mit Osel. Ja, und dann, Die Eseltreppe, wie tief führt sie runter? Svato. Ja. Man sagt, sie führen... Wir brauchen jede Hand. Nein, wir brauchen nicht das kleine Mädchen, was mit... Wir können nicht schon wieder verantwortlich dafür sein. Sie ist gerade so, hat sie überlebt, als wir das letzte Mal mit... Ich hol mein Gewehr. Sie rennt los. Nein. Ihr Bajonett ist nicht mehr in der Waffe, das ist okay. Das ist doch vollkommen egal. Ja. Okay, also wir machen die Esel fertig. Ja, ja. Wir laden das, was sie drauf haben, ab. Ja. Sagen Lukas Bescheid, dass er darauf bitte aufpassen soll. Also jetzt auch noch auf das andere. Nicht nur auf das Gulasch, wovon fast nichts mehr da ist. Gut. Richtig. Auf die paar Sachen, die noch da sind halt. Klar. Was ist denn jetzt eigentlich? Wo seid ihr denn alle hin? Wir sind unten bei dem Generator. Wir reparieren den Generator. Ach so, in Ordnung. Weil ich war vorhin auf dem Turm und ich glaube, irgendwas nähert sich der Burg. Natürlich. Oh. Ja. Aber ich weiß nicht, wie weit es noch weg ist. Das habe ich euch aber auch schon gestern gesagt. Happel? Ja? Willst du dir das vielleicht mal angucken gehen? Nochmal angucken? Nein. Ich glaube nicht, dass Happel da mehr sieht als ich. Ich meine, nicht, dass ich jetzt... Happel hat ein Fernglas. Oder sowas. Ja, hey, wo geht denn das Mädchen hin? Sie läuft zu den Eseln. Die macht die Eselstadt gleich. Zeig ihr mir. Stellt ihr Gewehr ab, zieht das Bajonett raus. Lilia, lass das Bajonett vielleicht von der Waffe. Du musst gleich Esel führen, da kannst du deine Waffe. Falls da Ratten sind, ich hasse Ratten. Nein. Einfach nein. Lass das Gewehr hier? Nein, das kann ich nicht machen. Svetlana hat gesagt, sie gibt mir das Gewehr nur unter einer Bedingung, dass ich das Gewehr nur aus meinen kalten, toten Händen wieder weggebe. Dann lässt du das Bajonett hier und schulterst die Waffe. In Ordnung. Ja, wenn du steckt das Bajonett ins Stroh, spitze nach oben. Ja. Dass wenn sich da irgendjemand hinsetzt, eine unangenehme Überraschung erlebt. Wenn du Esel führst, ist das wichtig, dass du kein Bajonett dabei hast. Du könntest den Eseln wehtun. Gut, ich will den Eseln nicht wehtun. Ich liebe Esel. Das ist schön, das freut mich. Krasse Ratten. Ja. Okay. Gut, also sind da unten Fledermäuse? Ich warte. Ich zeig Fledermäuse. Fledermäuse sind die tollsten Tiere auf der Welt. Ich tippe einfach nur ganz kurz an. Wenn du hast es mit dem Mädel unter Kontrolle, ich gehe wieder runter. Und gehe runter. Ja, ich mache mit Lilia mache ich die Esel fertig. Ja. Zeige ihr, wie das funktioniert. Ja. Habe jetzt eine Hälfte Hand. 4 Esel sind ja eine ganze Menge. Ja. Gerade auf so einer wackeligen alten Treppe ist das ganz gut. Und ich würde Lilia vorausgehen lassen mit Osel zusammen. Ich kümmere mich um die anderen 3 Esel, weil Osel ist natürlich ein bisschen pflegeleicht. Osel geht überall hin, wo du hingehst. Ja. Aber das gilt nicht für alle von den 3 Eseln. Ja. Einer der 3 Esel weigert sich massiv, diese Treppe hinunterzugehen. Welcher? Das ist eine interessante Frage. Wir haben dort Othello, CVH und Lazarus. Ja. 1, 2 oder 3? Chat, sag uns, welcher Esel ist definitiv nicht dabei? Ja, wer von den dreien? Othello, CVH oder Lazarus? Ich wüsste jetzt nicht, wer ist. Haben wir das nicht gut gerade festgestellt? Ich mag das Oberkommando, wie es scheint. Hm? Also ich lese am meisten 2 tatsächlich. Ich auch. Ja. Eine Menge 2. 1, 2 müsste dann... CVH sein. Müsste dann CVH sein. Das Oberkommando bleibt immer zurück, typisch. Ja. Gut, also CVH bleibt CVH zurück. CVH sträubt sich massiv. So mag es sein. Kriegt CVH einfach, der kriegt das Gulasch und kann darauf aufpassen. CVH bleibt zurück, wir gehen mit Othello, Lazarus und Osel darunter, dann brauche ich mich auch noch um 2 Esel kümmern. Ja, welchen Esel führt Lilia? Osel. Denn, Osel? Ja, der ist der pflegeleichteste. Der macht keinen Quatsch, wenn ich dabei bin. Dein Esel guckt lustig.
Woran liegt das? Ist ihm mal was auf den Kopf gefallen? Ich kannte mal einen Jungen in einem Nachbardorf, dem ist was auf den Kopf gefallen. Der guckte so ähnlich, aber der konnte nicht, der konnte nie was machen, der hat nur gesabbert. Der Osel ist ein ganz besonderer Esel. Ja? Und ganz besondere Esel sehen so aus. Ist mit deinem Freund alles in Ordnung? Er hat so viel geredet, als wir oben waren. Das tut er immer. Erzähl mir, wofür er den Orden hat. Wir wissen, wofür er den Orden hat. Das ist bestimmt eine tolle Geschichte. Und ich sammle Geschichten. Wenn ich größer bin, dann werde ich studieren. Lilia? Auf einer Schule. Und dann werde ich sowas wie eine Chronistin. Lilia, wichtig ist, dass du dich jetzt darauf konzentrierst, die Esel nach unten zu führen. In Ordnung. Ja, und dafür reden wir nicht. Wir achten auf den Weg, der vor unseren Füßen ist. Achten auf den Esel. Und wir achten auf den Esel. Du brauchst keine Angst zu haben, Esel. Bei mir bist du sicher. Das glaube ich auch. Warum heißt dein erster Esel eigentlich Esel? Ich verstehe die Frage, er ist ein Esel. Aber die anderen heißen nicht Esel und er heißt Esel? Ja. Weil das ist was. Kannst du dir die Verwirrung vorstellen, wenn ich alle meine Esel Esel nennen würde? Absolut. Siehst du? Deswegen heißt der erste Esel Esel und die anderen nicht? Ganz einfach. Ja, ihr steigt hinab in die Tiefe und ja, schließlich kehren also Svatopluk, Happel, drei Esel und Lilia zurück. Ich hab natürlich, war natürlich so weitblickend und hab das Eselzeug, ja. Ne, das bei, das hier zum Ziehen von. Ja, ja, klar, das Zaumzeug und alles. Das Zaumzeug, genau. Ja. Ich denke, wir beide sollen uns da mal angucken, was zum Henker wir jetzt mit den Eseln eigentlich alles machen können. Ja, also ihr habt diese Ringe, die da reihum an dieser runden Platte sind. Da könnt ihr Seile durchziehen und dann zieht man sie einfach beiseite. Und dann wälzt man das Ding beiseite mit Eselskraft. Ja, das Seil hat der Happel gar nicht mitgenommen, ne? Da, aber der Happel schon. Seil, Happel hat Seil. Ich hab das Seil. Das, okay, er hat das Seil nach oben mitgenommen. Das heißt, wir konnten es noch nicht anbringen. Bisschen aufpassen, richtig, dass das Ding vielleicht nicht, ja, ein Esel. Aber ich bin ja schon seit einer halben Stunde wieder da, weil so lange wie die geredet haben. War das ja nicht auf die Esel. Diese, ne? Scheibe, ja, rollt im Prinzip in so einer Vertiefungsschiene. Gut, okay. Also es ist zwar nur eine runde Scheibe, nicht kein Zahnrad, aber ansonsten funktioniert das Ding genauso wie die alten Vault-Türen bei Fallout. Ja. Nur, dass es eben nicht nach vorne rausgezogen werden muss. Es rollt dann einfach zur Seite. Oder in biblischen Darstellungen kennt man das bei einigen Darstellungen vom Jesusgrab. Da hat das ja auch so eine runde Decktafel. Die ist so nicht ganz so massiv. Das heißt, wenn Happel... Niemand hat sich gedacht, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass Jesus auf gar keinen Fall wieder da rauskommt, außer er hat drei Esel. Also wenn Happel rechtzeitig, also noch vor den Eseln wieder da ist, können wir ja schon mal das Seil anbringen. Ja. Ja. Er kann ja auch gute Ich denke, Happel kommt lieber zügig voran, weil er wird bei den Eseln nicht gebraucht. Er versteht kein Wort von dem, was Lilia redet. Und er kann es dreimal sagen, dass sie jetzt nichts sagen soll. Dann redet sie leiser. Ja. Gut. Svetlana ist nicht begeistert, dass Lilia da ist. Die beiden unterhalten sich erstmal auf Russisch. Und ihr könnt sehen, dass spricht, es da. Aber dafür können Sprache, wir ja, ne? Nichts. Was? Svetlana hat auch ein Kind. Ja, ja, Svetlana spricht mit euch ja die ganze Zeit in Deutsch mit Akzent. Kriege ich natürlich aber mit und Lilia spricht sie auf Russisch. Ja, ich gehe auch direkt zu ihr hin und fasse Liliana auf die. Liliana, sag ich. Svetlana, ja, ich habe sie jetzt beide einfach fusioniert. Fasse sie auf die Schulter und sage: Die Lilia ist eine ganz, ganz tolle Eselführerin. Ihr solltet mal darüber nachdenken. Habt ihr Esel? Nein, wir haben keinen. Wir hatten zwei. Wir haben sie gegessen. Ihr solltet euch Esel zulegen. Um sie zu essen? Nein, um sie. Esel sind praktisch. Ja, um sie im Kreis auf dem Hof rumzuführen, weil unser Problem ist aktuell, dass Leute verhungern. Ich verstehe. Willst du sie haben, wenn du zurückgehst, nach wo auch immer du Eselsführer bist? Weil sie ist eine ziemliche Nervensäge. Wir haben schon einen Lukas. Ich bin hier. Wenn du die Kleine mitnimmst. Ist nur ein Scherz. Ich bin erschüttert, dass sie ist nur ein Scherz, sie bleibt bei ihrer Urgroßmutter. Wenn ich sie loswerden könnte, dann wäre sie schon längst nicht mehr hier. Ah, ich verstehe. Die ganzen Kinder wären schon längst nicht mehr hier. Keins der Kinder sollte dem Krieg so nahe sein. Ja. Fein. Dann gut die Kurve gekriegt, Svetlana. Lass uns das Ding aufmachen. Stück. Ja. Lass uns dieses Ding aufmachen. Ich will wissen, was da hinter ist. Gut, also Esel verteuen, wa? Ja. Bleib hier hinten. Wenn da Fledermäuse hinter sind, fange ich an zu schießen. Nur damit ihr euch nicht wundert. Alles klar. Gut, vielleicht wartest du mit dem Schießen, bis niemand mehr in der Tür steht. Irgendwas Spannendes passiert, als wir da oben waren? Nein. Also es führt ja, wir haben nachgeguckt hinter dem großen Tor und da ist ein Drache. Er hat gesagt, er wartet auf seinen Prinzen. Ja. Du darfst dann nachher zu ihm gehen und ihn küssen. Vielleicht verwandelt er sich dann in einen Frosch. Wir haben die Festungskranz gefunden. Svetlana hat eine blühende Fantasie. Nee, aber war da wirklich ein Drache dahinter? Nein, da war kein Drache. Ich den Nein, leider nicht. Da aber wenn einer kommt, dann haben wir eine gute Möglichkeit, ihn da aufzuhalten. Was denn, war eine Brücke? Musketen und eine alte Armbrust. Eine gewaltige kann Brücke. Es sein? Kann es sein, dass seit du diesen Orden trägst vom Schmerlinger, minimal an Größenwahn leidest? Drachen sind lieb. Ich frage nur, Tiere? Kommt, lass uns das jetzt verteuen. Worte vom Gorlami.
Also. Die ganze Kiewer Tafelrunde hat Sigurd dafür gefeiert, einen Drachen erschlagen zu haben. Ich glaube, niemand mag ihr Drachen. Was für eine Tafelrunde? Die Kiewer Tafelrunde. Wisst ihr überhaupt nichts von der Geschichte der Ukraine? Nein, und können wir bitte aufhören, über Drachen zu reden und endlich diese Tür aufmachen? Ja, Drachen sind auf nicht wasserbetrieben. Insofern passt das doch. Diese Tür, ja. Dieses Steinplatte. Warte. Ja. Deine Esel. Ja, ich. Barlami und ich führen das Ding. Happel steht bereit, falls der hinter doch ist. Jetzt haben die Esel mit dem Zeug Osel voran. Lilia greift dir mit einer Hand an den rechten Unterarm. Aber du schlägst sie nicht mit der Peitsche, oder? Nur wenn sie sich nicht bewegen. Aber keine Sorge, Osel klärt das. Nickt. Der Revolver im Anschlag. Warum hat er seine Waffe gezogen? Hat er auch Angst vor Fledermäusen? Yep. Ach so, nicht, dass ihr den Fledermäusen was tut. Keine Sorge. Liebe Fledermäuse. Hast du mal gesehen, wie Fledermäuse fliegen? Bup. Niemand kann die treffen. Ach gut, ja. Das stimmt schon. Ich kann. Aber wenn da Ratten sind, knallt sie ab. Sag ihnen das. Ja. Wir schießen einfach auf alles, was sich hinter der Tür bewegt. Und alles, was noch steht, wird totgeboxt. Ja, du führst die Esel an und für einen Moment passiert gar nichts. Die Seile straffen sich und knarren. Die Eisenringe drehen sich, richten sich aus und quietschen. Und dann, mit einem dumpfen Ruck, rieselt es Staub von der Decke und von der riesigen Steinplatte. Und der runde Koloss setzt sich in Bewegung. Nice. Und vor euch öffnet sich ein Durchgang in einen Tunnel. Luftzug kommt euch entgegengeblasen, warm und nach Gewitterluft riechend. Dieser merkwürdige Duft, Ozon nennen wir den ja heute. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man 1917 das schon Ozon genannt hat, nein, aber es riecht nach Gewitter. Und ihr hört dieses Rumpeln wesentlich lauter. Ronk, ronk, klonk, klonk, ronk, ronk, klonk, klonk, ronk, ronk. Und ein komisches, ein Geräusch wie ein Lichtbogen. So ein Bzzzup, Bzzzup, Bzzzup. Was sind die Jedi? Brumm, 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 brumm. Ich sehe den Gang hinunter und schreie laut, mir einen kleinen Spaß machend. Fledermäuse! Hup! Ah, Svetlana kreischt und duckt sich ab und hält die Hände über den Kopf. Ach, ah, doch nicht. Ich hab mich gehört. Ich stehe auf, da rein. Geht auf Svartopluk zu und gibt Svartopluk die ruthenische Version des Schäm dich Blicks. Ich gebe ihr die brünnische Version des okay. Das mir doch Blicks. Egal, Blicks. Ja. Alles klar. Gut, ja. Dann sagt sie was zu Lilia. Lilia kichert, knufft sie. Sie knuffen sich kurz hin und her. Und dann gehen sie auseinander. Und Svetlana geht wieder etwas zurück. Und Lilia geht zu dir. Ich glaube, Svetlana mag dich. Das ist ziemlich laut. Halt die Klappe. Was auch immer du gerade auf Tschechisch gesagt hast, halt die Klappe. Sie erzählt Geschichten. Kann irgendjemand was sehen? Ja. Es riecht seltsam. Muffig. Wie nach altem Leder. Puh, aber auch, ich glaube, hier war es seit längerem. Aber auch nach Öl. Ranzig. Nach Formaldehyd? Ah, der Geruch erinnert mich an diese Graupensuppe, die du einmal gemacht hast, Golami. Leichenschauhalle. Wieso beleidigst du ihn jetzt hier unten? Oh nein, er hat recht. Das war das Zeug, wo wir die Graupen gar nicht mehr erkannt haben, weil alles so voller Schimmel war, dass wir es fast schälen mussten. Ja, aber es war trotzdem ganz lecker. Ich finde, das riecht nach meiner Ausbildung. Und wonach immer es riecht, wir finden es heraus nach der Getränkerückgabe.